Gut, dass du dich entschieden hast, dich unserem Kampf anzuschließen. Wir werden nicht eher ruhen, bis die Rabenmagd befreit ist und jeder einzelne dieser kranken Nekromanten seine Strafe erhalten hat. Aber vergiss nicht, wir gehen in die Schwarzen Lande. Das ist kein Zuckerschlecken. Da gibt's Bäume, die fressen deine Pferde auf und wenn du nicht aufpasst, noch mehr. Da gibt's wandelnde Riesenskelette und untote Drachen und was weiß ich noch alles für krankes Zeug. Außerdem sind deine Reisegefährten nicht ohne. Wir sind im Stress und am Rande des Kollaps. Wir sagen und tun Sachen, die dich bedrücken könnten. Es ist Krieg, weißt du? Wenn dir das zu viel ist, dreh lieber um und such dir ein hübsches Mädchen oder einen netten Jungen. Trink einen Schluck Wein und lass uns machen. Wir können dich brauchen. Aber dass es dir gut geht, ist uns wichtiger. Jandrik, wo bleibst du denn? Ja, ich bin schon auf dem Weg, Mora. Wir sehen uns, Freund. Ja, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA in einer völlig frei erfundenen Version. Ja, nicht ganz völlig frei erfunden, aber so ähnlich, wie es in Aventurische Meisterschaft beschrieben ist. Und wir spielen das Abenteuer Träume von Tod aus dem Splitterdämmerungszyklus. Und wir sind mittlerweile schon in einer fortgeschrittenen Folge 16, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und heute mit dabei wieder die illustren Gestalten, die ihr vielleicht schon kennt und schätzt. Zum Beispiel haben wir hier dabei den Ozzy als Astanio, den Weißmagier. Die Zwölfe zum Gruße. Ja. Der Ozzy hat auch etliche Social-Media-Kanäle und Sachen. Magst du da mal sagen, was da so zu finden ist? Momentan am meisten tatsächlich auf meinem YouTube- und TikTok-Kanal. Dort sind kleine Animationen zu finden über alltägliche Themen, über die man sich auch gerne mal aufregen hätte können. Ja. Irgendwann stelle ich dir mal eine Challenge für den Kanal und sag mal, du musst mal einen Monat lang nur positive Sachen machen. Das wird nicht passieren. Okay, wenn das schon nicht passiert, dann können wir wenigstens rübergehen zu dem positivsten Charakter dieser Runde, zu Osko Gerdenthal, der ist unser Pereine-Geweihte. Ja, Pereine zum Gruße, meine Freunde. Genau, das ist der Kakko und der hat ebenfalls einen Twitch- und YouTube-Kanal, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken, was kann man da so sehen. Da kann man vor allem auf Twitch aktuell Livestreams rund um das Tabletop-Hobby sehen. Da bastel ich und male ich gerade relativ viel. Und ansonsten bin ich noch sehr aktiv eigentlich auf Instagram. Da poste ich eigentlich immer, wenn es irgendwas Nennenswertes gibt von mir, das dann auch rein. Ob das jetzt eine Film-Review ist, ein neuer Einkauf, der einstand oder auch irgendwas über das Tabletop-Hobby, da ist dann alles drauf. Welchen Film hast du als letztes gereviewt? Oh, The Northman war das. Von Robert Eggers, ein sehr hervorragender Film. Kann ich nur empfehlen. Ja, nicht spoilern.
müssen die Leute ja schon selber gucken. Das nein. Der ist einfach sehr gut. Das sei gesagt. Also nicht den Film, sondern deine Review oder deine Empfehlung. Beides. Ja. Alles. Ja, apropos Film. Filme für die Ohren hat der Marot auf seinen Kanälen. Moment, da. Ich bin ja ein bisschen überfordert gerade. So, jetzt haben wir, da ist der Marot. Hallihallo. Hi. Ja, was gibt's bei dir? Ja, bei mir gibt es immer noch und geht jetzt in die dritte Episode, habe ich heute veröffentlicht von Die Scherbenkinder, beim ersten Teil einer größeren Saga. Und davon ist jetzt quasi Kapitel 3 raus. Kapitel 4 kommt dann nächste Woche und damit ist dann ein erster Teil quasi abgeschlossen vom ersten Buch. Also es ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen größer dieses Mal, ein bisschen aufwendiger. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ja, wir als ZuhörerInnen auch. Also ich zumindest. Ja, apropos ZuhörerInnen, ich denke mal, die Sarah hört auch hin und wieder mal bei Marot rein. Ja, hallo. Guten Abend zusammen. Natürlich mache ich das. Spielt uns heute aber Mora, ne? Richtig. Ja. Und hat einen Instagram- und einen Twitch-Kanal. Genau. Es lohnt sich im Moment mehr, den Instagram-Kanal zu verfolgen. Wenn ich es schaffe, gibt es da Bilder von Miniaturen oder auch Gelände, was ich selbst bastel. Und ich hoffe, in nächster Zeit deutlich aktiver dort zu sein. Ja. Muss ich mich mit diesem Instagram auch mal befassen irgendwie. Ich verweigere mich dem immer noch so ein bisschen, weil es zum bösen M gehört, aber so. Aber mal gucken. Ja. Apropos Instagram. Was gibt's denn bei Elena von Kurkum auf Instagram zu sehen? Ja, Rondre zum Gruße und guten Abend. Bei mir gibt's jetzt aktuell, da der Früh, das bei mir auf dem Balkon grünt und blüht, halbwegs regelmäßig Updates von meinem Balkon. Aber auch hin und wieder mal, wenn ich wieder was gebacken habe, dann gibt's auch Bilder von leckerem gebackenem Brot. Ja. Ja, also so hier und da und dort was, schöne Bilder. Ich muss jetzt mal was hier beichten. Ich werde ja alt, ne? Merkt man ja vielleicht ein bisschen. Ich habe heute apropos wegen dem Gartenzeugs, ne? Und Balkonzeugs. Ich habe heute ganz viel Spaß daran gehabt, auf YouTube Videos zu gucken, wie andere Leute Rasen mähen. Okay. Ist das krank? Ja, irgendwie schon, ne? Hilfe! Ja, okay. Bald kommen die Putzvideos. Runter von meinem Rasen! Ja. Ja, das kommt das Nächste. Also wenn ihr mich irgendwann mal seht hier irgendwie, wenn ich mich aus dem Fenster lehne und runter vom Rasen rufe, dann ist es vorbei. Es gibt ja eine ganze Community von Leuten, die sich Videos von anderen ansehen, die sich föhnen. Ja. Das habe ich mal jemand kennengelernt, hat gemeint, das beruhigt ihn. Denn er schaut sich dann stundenlang Föhn-Videos an. Es soll ja auch Leute geben, die gucken anderen Leuten beim Rollenspiel spielen zu. Ja, das ist ja absurd. Ja, also wir spielen ja Rollenspiel heute, irgendwie, weil ich das noch ein paar Mal als Kommentare jetzt in der letzten Zeit noch mal gelesen habe, unter unseren Videos. Da hat irgendeiner hat mal gefragt, würfelt ihr denn da auch hier mal irgendwie? Nein, tun wir nicht. Wir versuchen hier so frei wie möglich zu erzählen und alles mögliche andere irgendwie einfach auszulassen. Und das klappt bis jetzt super gut in den 16 Folgen, die wir bis jetzt hier haben, ohne die Preludes mitzuzählen. Und kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie versucht, irgendwie möglichst immersiv auf Erzählebene zu spielen. Ich meine, Immersion kann man ja auf unterschiedlichste Weise erreichen, eben auch durch Systemimmersion oder so. Aber für uns ist das gerade irgendwie so ganz schön und deswegen machen wir das so. Und ich kann euch gerade draußen noch mal einblenden, wo wir uns in Aventurien denn befinden, nämlich in der Rabenmark. Die Rabenmark ist zu der Zeit, wo wir spielen, noch in zwei Teile geteilt, ein West-, ein Ostteil. Der Ostteil ist besetzt durch die Überbleibsel der Borberat-Invasion.
Wir befinden uns jetzt noch an dieser gestrichelten Linie. Ihr auf der linken Seite erkennt, das ist der ehemalige Todeswall. Den haben unsere HeldInnen mehr oder weniger im Alleingang vernichtet und zum Fall gebracht. Und nicht eingezeichnet, ganz kurz auf der östlichen Seite des Todeswalls liegt Neu-Ogrenwacht, was unsere HeldInnen beim letzten Mal ebenfalls von der nekromantischen Besatzung befreit haben. Und das ist beim letzten Mal heiß hergegangen, hoch und runter. Und es wurden viele Leute getötet und genau. Und das Wichtige war allerdings, dass ihr euer Versprechen gegenüber den 12-göttergläubigen Menschen von Neu-Ogrenwacht gehalten habt, nämlich dass ihr die Besatzer aus dem Dorf jagt, in wie auch in welcher gearteten Form auch immer. Ja, Sierra, es gibt Koala-Emotes, richtig, ja. Die sind sogar ganz ziemlich niedlich hier, so da. Hallo. Ja, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr die gerne auf YouTube nachschauen oder wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, kommt die bestimmt auch irgendwann als reines Hörvergnügen als Podcast. Ich komme mit dem Podcast-Schneiden allerdings nicht so richtig hinterher. Das könnte allerdings ein bisschen dauern, bis die letzte Folge kommt. Da jetzt, glaube ich, bei Folge 12 oder 13. Jo. Die HeldInnen sind also wieder vereint. Die hatten sich kurzzeitig getrennt und haben dann mit vereinten Kräften sowohl die Tagunitot-Priesterin als auch die Nekromantin, die wieder auferstanden ist, aus dem Unleben bzw. aus dem Leben heraus befördert. Ebenso ihre Häscher und vor allen Dingen für Mora ein in Anführungsstrichen befreiendes Element, ihren Kontrahenten zur Strecke gebracht zu haben, der sich versucht hat herauszuwinden, aber gescheitert ist mit seinem Vorhaben. Und ihr habt ganz viel gefunden in dem Tagunitot-Schrein, den es ja dort gibt. In Anführungsstrichen Tempel, ist ein richtiger Tempel ist es nicht, ist ja ein Schrein. Und habt den auch mehr oder weniger geschändet, wobei in den Kommentaren ja auch lustig war, also wenn ich das hätte schänden wollen, hätte ich das anders gemacht, aber gut. Die sind einfach zu gute Charaktere hier, die kommen kommt auf solche noch, kommt fiesen noch. Ideen, kommen die nicht. Genau, da hat Astanio ganz viel über Bücher gefunden mit ganz üblem Inhalt und immerhin Informationen über Astanios eventuell Besessenheit oder auch nicht Besessenheit. Man weiß es nicht. Wir steigen heute wieder ein, gleich, indem wir uns wieder nach Neu-Ogrenwacht hineinbewegen und einen ganz minimalen Zeitsprung auf den nächsten Tag machen, weil die Helden haben ja dann versucht, die ganzen Leichen alle zu verbrennen und so, damit sie auch wirklich tot bleiben. Und ich denke, das hat noch ziemlich lange bis in die Nacht gedauert. Und gleich schauen wir mal, ob wir dann wieder am nächsten Tag weitermachen können. Kleiner Hinweis noch für die gerade frisch zuschalten oder so und das von anderen Streams anders gewohnt sind. Wenn wir gleich in die Geschichte hineingehen, werde ich nicht groß auf den Chat reagieren können. Also ich kann, also verbal schon gar nicht. Und eventuell auch nicht im Chat selber. Ich lese alles und ich kann da auch irgendwie Leute, wenn die Unfug treiben, herauskicken. Aber erwartet nicht, dass ich irgendwie groß irgendwie euch Antworten oder sowas gebe. Ihr könnt euch gerne untereinander unterhalten und so und auch untereinander ein bisschen briefen oder so. Ein bisschen Informationen bekommt ihr mit Ausrufezeichen Charaktername über die einzelnen Charakter. Ansonsten können wir da nicht groß drauf eingehen, weil wir uns aufs Spielen konzentrieren müssen. So, dann muss ich auch mal hier die Aufnahme starten. So. Und dann begeben wir uns in die
Rabenmark hinein. Es ist immer noch Winter in der Rabenmark. Der leichte Schnee ist allerdings im Großteil des Inneren des Dorfes Neu-Ogrinwacht weggeschmolzen. Die großen Feuer, die ihr anzünden musstet, um die Toten zu beseitigen, haben sehr viel Wärme mit sich gebracht. Schneematsch ist jetzt der vorherrschende Untergrund in der Mitte des Dorfes, wo die meisten noch ihre Behausungen haben, nahe des ehemaligen Tagunitot-Schreins. Ihr habt euch umgesehen, was noch von euren früheren Häusern über war. Euch umgesehen, wer noch lebt, nachdem ihr das letzte Mal ja so überstürzt aus dem Dorf verschwunden seid. Und festgestellt, dass viele von denen, die ihr gern hattet von früher, leider im großen Feuer auch gestorben sind. Ihr habt euch unterhalten über eure schlechten Träume, die ihr auch diese Nacht wieder hattet. Und merkwürdigerweise habt ihr dem alle dasselbe geträumt. Besonders Osko und Jandrik haben zusätzlich noch ein eigenartiges Ziehen im Nacken immer, wenn sie sich durch die Dunkelheit bewegen. Die flackernden Feuer im Dorf haben die Atmosphäre zusätzlich etwas beängstigend gemacht und hin und wieder meintet ihr Schatten oder merkwürdige Bewegungen auf den Dächern zu sehen. Eventuell sind es Vögel oder Tiere oder vielleicht sind es wirklich nur die Schatten, die das Feuer schlägt. Aber irgendwas ist da. Und wenn ihr fragt, ob es jemand anders gesehen hat, schütteln nur Mora, Elena, Estanio die Köpfe und finden nichts. Und ein genaueres Nachsehen bringt ebenfalls nichts zutage. Es bleibt das unwohle Gefühl, hier in diesem Land irgendetwas falsch läuft. Und dann diese schlechten Träume in der Nacht, den Traum, den ihr schon kennt und immer wieder erleben müsst. Doch dann der nächste Tag bringt Sonnenschein. Die Wolken haben sich jetzt aufgezogen, es riecht trotzdem noch unangenehm draußen, aber ein Wind hat aufgefrischt und hat die Wolken beiseite geschoben. Die Preiausscheibe steht hell am Himmel, strahlt auf euch herab, als würde sie euch anlächeln. Und ein bisschen in der Kälte draußen bekommt man den Eindruck, dass ein Hauch von Freiheit durch dieses Dorf weht. Ihr habt so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute hier, die sofort ihrem Tagwerk nachgehen morgens, irgendwie freier und fröhlicher daherlaufen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Hirngespinst. Die Gesichter bleiben trotzdem noch ernst und in dem ein oder anderen Gesicht könnt ihr lesen, dass eine Unsicherheit darin zu finden ist. Wie geht es jetzt weiter? Denn die Leute hier haben schon etliche Male Regierungswechsel mitbekommen. In den letzten Jahren. Ihr geht also euren üblichen Morgenroutinen nach, als der Bauer des Dorfes, der mit Osko ja einen Knoblauch gepflanzt hatte, sich zu Osko hinbewegt, auf Osko zukommt, mit einer Kuh, die er an einem Seil hinter sich herzieht, die eine dicke Glocke um den Hals gehängt hat. Er tatsächlich lächelt dich an, Osko, als er auf dich zuschreitet und grüßt dich freundlich. Reine zum Gruße, glaube ich. Osko schaut ihn an und lächelt breit und erwidert dann den Gruß. Reine zum Gruße, Ulf. Wie geht's dir am Morgen? Alles in Ordnung? Ich habe außerordentlich gut geschlafen. Das ist selten.
war sehr früh schon wach und habe mich um das Vieh gekümmert. Irgendwie ist das untote Vieh auf der einen Weide auch nicht mehr da. Und jetzt dachte ich mir, nutze ich die mal wieder. Irgendwer hat da gestern aufgeräumt, glaube ich. Das kann gut sein. Und Osko tritt einen Schritt näher an Ulf. Das klingt super. Sehr gut. Mach das. Nutz die Weide. Du wirst sie auch bald wahrscheinlich brauchen werden. Darf ich eine Frage stellen, Osko? Bitte. Immer. Wie geht's jetzt weiter? Über das genaue Vorgehen der Truppen, über dich, die erzählt, da kann ich ja nichts sagen. Aber, naja, du machst eigentlich schon gerade den ersten richtigen Schritt. Fleißig weiterarbeiten, so wie du es kanntest. Nur in dem Fall, wie du auch schon richtig bemerkt hast, ohne die ganzen Schrecken, die Tagunitor mitgebracht hat. Aber ich denke, wir werden darüber nochmal mit allen Verbliebenen hier sprechen. In der Zwischenzeit mach das, was ich auch tun werde. Und Osko Schulte hat seine Tasche, in der einigermaßen viel Korn und andere Utensilien verstaut sind. Und Ulf, das heißt weiterarbeiten. Verstehe. Und für euch ist die Arbeit, dass ihr weiterzieht? Noch nicht, aber bald. Wohin? Weiter nach Osten. Wie ihr gesagt habt, unsere Aufgabe ist es, naja, den Weg des Heeres vorzubereiten. Wir müssen die Leute aufwecken. So wie quasi den Geist des Bodens wieder. Müssen auch wir die Leute wieder daran erinnern, dass es etwas anderes gibt als die Schrecken hier aus dem Osten. Ja. Ich hätte einen Vorschlag, wo ihr als nächstes hinreisen könntet. Bitte, erzähl. Mit diesem Wunder, was du da bei mir auf dem Feld gemacht hast, kannst du bestimmt den Leuten in Schwarzhöhe helfen. Osko, denk kurz nach. Welche Richtung liegt Schwarzhöhe ungefähr? Das ist in Richtung Osten. Das ist ein bisschen abseits der Hauptstraße, aber ich weiß gar nicht, ob es eingezeichnet ist auf der Karte. Ich schau mal kurz. Ja, ist eingezeichnet. Wenn du kurz in den Stream guckst, kannst du es sehen. Mhm. Das ist oben, also die Hauptstraße, ja, siehst du ja, und oberhalb nahe des Gebirges ist Schwarzhöhe. Etwas abgelegen. Kennt Osko Schwarzhöhe noch von damals? Also ist das immer ein Begriff? Vielleicht bist du da mal durch, ja. Hast du halt gesehen, dass in Schwarzhöhe der untote Heereswurm auf jeden Fall auch seine Opfer gefordert hat. Und dass das Land dort nochmal extra verheert ist. Das eh schon kärglich war, weil es so nah am Gebirge war. Schwarzhöhe. Das ist eine gute Idee. Danke, Ulf. Ich kenne dort Leute und ich weiß, dass sie immer Probleme haben, etwas zu essen zu finden. Osko nickt. Außer im letzten Jahr. Da haben die Nachrichten, was das angeht, aufgehört. Kamen denn sonst noch weitere Nachrichten aus Schwarzhöhe oder kamen keine mehr? Ja, es kamen noch Nachrichten, aber... Okay, gut. Keine Ahnung, also sie haben sich nicht mehr beschwert wie sonst. Ich weiß nicht, das geht ja auch nicht von einem Jahr aufs nächste, dass man auf jeden Fall wieder was zu essen bekommt. Es hat mich schon immer gewundert, aber durch dieses Land zu reisen ist nicht so einfach, du weißt. Ja, ich erinnere mich, ja. Das eine Mal, wo ich durchgewandert bin, war auch sehr mühsam. Deswegen, glaube ich, haben wir es auch immer danach gelassen. Ja. Aber Schwarzhöhe ist eine gute Idee, ich danke dir. Ich werde es den anderen soweit sagen. Ja, und ich werde außerdem noch den Alrik, ich habe ihm gesagt, dass er das Pferd, was er hat, benutzen soll und euch in den Dienst stellen soll, dass er nach Westen reitet und Nachricht bringt, dass Neu-Ogrenwacht befreit ist. Oh,
Eine sehr gute Idee. Das war doch gut, oder? Ja, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, er soll sich mit Ostanio oder so treffen. Ja, eine gute Idee. Warum nicht? Gut. Ich, Schwarzwehr, das ist ein guter Vorschlag. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Danke, Ulf. Ich werde es den anderen sagen. Aber ich habe für euch alle noch ein bisschen was ich euch mitgeben will, für wenn wir weg sind. Das klären wir aber später, okay? Mhm. Ja? Noch eine Sache. Bitte. Relativ in der Nähe von Schwarzhöhe ist, wenn du noch mal auf die Karte schauen magst. Klar, ich werde Zeit mal kurz auf her. Der anderen Seite der Hauptstraße, etwas abgelegen. Ach, da habe ich ebenfalls Bekannte. Aber da solltet ihr vielleicht mit eurem Wunder nicht versuchen zu imponieren. Also das wird da nicht sonderlich viele Leute beeindrucken. Ja, meint auf der gegenüberliegenden Seite, eher Richtung Süden. Ja. Warum? Naja, die leben im Überfluss. Also da haben wir auch unser Korn ganz viel her. Also die Samen zumindest. Die verkaufen das für viel Geld. Irgendwie der Tucher hat ganz viel Handel mit denen getrieben. Das ist interessant. Danke für die Information. Ich gebe das weiter. Das ist interessant, aber ich glaube, Schwarzwehr ist, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt für uns. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns später, Ulf. Okay? Verlass dich halt nicht so auf dein Wunder. Das wird nicht alle beeindrucken. Wie ich dir gesagt habe, es war nicht nur mein Wunder. Du hast auch einen Teil dazu beigetragen, Ulf. Mhm. So. Komm mit. Treibt seine Kuh hinter sich her. Schwarze. Gute Idee. Und Osko macht sich auf zu den anderen. Mhm. Was machen die anderen so bei der Morgenroutine? Ja, nachdem Elena ihren Morgensport gemacht hat und wie weil sie im Dorf ist, ist sie wieder aufgestanden, wieder ums Dorf gelaufen, hat ihren Sprättraining gemacht. Wird sie tatsächlich in ihr ehemaliges Haus dann nochmal reingegangen sein jetzt, in die Schmiede. Und entsetzt festgestellt haben, dass es da sehr schlimm aussieht, weil es wurde ja alles durchsucht. Sie wird aber dann schauen, dass sie sich noch Wechselklamotten rausholt und tatsächlich unterm Bett noch dann aus einem Versteck noch etwas, ein etwa eher für sie unterarmlanges Paket rausholen, was sie dann auch mitnimmt ins Haus von Ostanio. Sieht aus wie ein kleines Kreuz. Also vielleicht der ein oder andere Fachkundige hier in unserer Gruppe wird dann erahnen, was es ist. Aber sonst ist sie sehr ruhig, weil sie hat natürlich das Haus von Jette gesehen. Fragt sich, hat Jette eigentlich überlebt oder war jetzt Jette mit unter den Toten? Hallo? Das Ende vom Satz nicht mitbekommen. So, ob Jette unter den Toten war oder ob Jette überlebt hatte. Also Jette ist tot. Okay, ja. Hat die Lena da im Haus irgendwie noch geräumt und kommt jetzt vielleicht parallel mit Osko dann beim Haus von Ostanio an. Bisschen betröppelt, aber das Paket in der Hand. Wechselklamotten auf dem Arm. Und wenn du zurückläufst zum Haus, siehst du, dass jemand auf dem Weg, das Haus ist etwas abgelegen, über den Weg läuft, Richtung ebenfalls dem Haus, also von der anderen Seite quasi kommt. Sitzt du Ostanios Haus? Mhm. Kenne ich den? Von der Ferne ist es auf jeden Fall ein Kind. Ja, ich gehe trotzdem mal und schaue dann, wenn ich näher komme, wer es denn dann jetzt ist.
Ja, du bist auf jeden Fall schneller, du hast auch den kürzeren Weg und kannst dem Kind den Weg quasi abschneiden und läufst quasi in Xamanda hinein. Oh, guten Morgen, Xamanda. Schaut dich an, hat so ein immer noch so einen großen Teil ihrer Haare vorm Gesicht, sodass man das Gesicht kaum noch richtig sehen kann. Guten Morgen. Was führt dich zu uns oder wohin bist du unterwegs? Hab dich gesucht. Ja, gut. Was kann ich für dich tun? Wollte fragen, wo Fenja ist. Fenja ist bei einer guten Freundin. Ich habe sie fortgebracht wegen der Dinge, die sie hier angestellt hatte und was für Dinge? Sie bleibt dort erstmal. Was denn für Dinge? Sie hat doch, hast du das nicht mitbekommen, sie hat wohl den Gehilfen vom Akantucha im Affekt, also aus Versehen getötet, vor knapp 2 Wochen. Sie zuckt deswegen mit den wurde Schultern. Sie gesucht. Ja. Da wollte Tagonia sie zur Rede und Antwort stellen und das ist kein Gericht, dem ich meine Tochter unterwerfen wollte. Vorstellen wollte. Wann kommt sie wieder? Das wird noch etwas dauern. Ich kann es dir nicht sagen. 1-2 Monate oder länger. Das ist lang. Das ist lang, aber es gibt hier für uns, ich deute sogar zum Haus für mich und die anderen was zu tun hier. Und da kann sie nicht mit dabei sein, deswegen ist sie, wie gesagt, bei meiner Freundin. Sie nestelt so ein bisschen in ihrem Kleid herum und zieht dann irgendwie so ein Bündel heraus, ein Stoffbündel. Ja. Mit so einer kleinen Schnur zugebunden. Yeah. Hier kannst du das nehmen. Klar, mache ich. Ist das für Fenja? Okay, dann werde ich sehr gut darauf aufpassen und das Pack ist sehr gut zusammen mit dem hier. Elena hält das Päckchen hoch, was sie selber hat, ist etwas längliche. Werde ich da dazu tun und dann kriegt Fenja das. Dann bestelle ich ihr Grüße von dir. Okay. Aber weil es ist da was Monate drin, was... 2 Monate sind echt lang und wer weiß, ob ich dann noch hier bin. Oh. Okay, ist denn in diesem Paket irgendwas drin, was schlecht werden kann? Oder kann ich das bedenkenlos mit mir? Nee. Okay, aber wie meinst du das? Wer weiß, ob du dann noch hier bist? Weißt du, ob du in 2 Monaten noch hier bist? Ich werde wahrscheinlich schon morgen nicht mehr hier sein. Siehst du. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich bald nicht mehr hier bin. Tja, es sind Zeiten, in denen sich einiges ändert, von daher. Das fühle ich auch. Ja. Ja. Ist das gut, dass es sich ändert? Ja, ich hoffe, dass es besser wird als das, wie es war. Dass es hellere Zeiten werden. Dass das Land wieder fruchtbar wird und die Leute wieder fröhlicher. Das ist so das Ziel, was wir haben. Dass hier keine Untoten mehr rumlaufen. Dass sie alle wieder gut leben können. Verstehe. Gibst du ihr das dann und dann sag ihr einen schönen Gruß. Das mache ich. Okay. Dreht sich auf der Stelle um und geht dann schlurfenden Schrittes von ihr weg. Ich werde sie nie verstehen. Gut, dann setzt die Lena mit den beiden Bündeln und ihrem Bündelwechselkleidung den Weg fort. Zum Haus. Ja. Kommt dann nachdenklich, betritt sie dann das Haus wieder. Da müssten ja die anderen dann noch sein.
Ja, wahrscheinlich kurz nach dir wird auch Mora in die Stube treten. Die sieht ziemlich müde aus, weil sie einen Großteil der Nacht damit verbracht hat, am Feuer Wache zu halten. Und darauf aufgepasst hat, dass kein Toter als Untoter wieder aufersteht. Und als dann quasi schon in den frühen Morgenstunden die Asche langsam in sich zusammensackte, ist auch Mora dann zurückgekehrt, hat sich ein paar Stunden Schlaf gegönnt. Dort liegt auch Jandrik völlig erschöpft. Er hat keine Wache gehalten diese Nacht. Er ist mehr oder weniger in diese Hütte gefallen und hat sich in eine Ecke gerollt und dort hat er geschlafen bis zu dem Moment, wo jetzt Ilena hineinkommt. Langsam öffnet er die Augen. Alles okay da draußen? Ja, die Stimmung ist... Ja, eigentlich kann man sie schon fast als gut beschreiben. Es ist irgendwie seltsam. Die Leute gehen irgendwie etwas beschwingter an ihre Arbeit. Das ist ja gewöhnungsbedürftig. Sie haben zwar immer noch ihre ernsten Mienen, aber irgendwie irgendetwas scheint das Ableben der beiden und ihrer Untergebenen bewirkt zu haben. Also niemand, der Widerstand leistet? Bisher nicht, nein. Sie sind halt, naja, sie gehen dann einem aus dem Weg, wenn ich jetzt gehe, aber naja, sie pöbeln nicht oder so. Ich meine, ich da mit meinem Säbel offen rumlaufe, das ist schon, ich glaube, da wollen sie sich wissen, dass sie sich besser nicht mit mir anlegen. Das ist gut. Wie geht's dir? Deinem Hals? Besser? Gut genug. Das sieht wirklich schlimm aus. Eine weitere Narbe. Ja. Wie heißt es? Narben. Die Frauen stehen auf Narben, oder nicht? Sie zeigen, dass ein Mann was geleistet hat im Leben. Ja. Kommt auf die Frau drauf an. Die meisten, Elena. Naja, egal. Die Frage ist, wo sind die anderen? Meine Osko mit Ulf Rübensaat gesehen zu haben. Der ist aber auch, wirkt sich auch hierher. Und Astanio. Ich glaube, den habe ich am Markt gesehen. Mir ist vollkommen egal, wo Astanio ist. Osko hat mich interessiert. Osko musste jeden Moment hier ankommen. Ja. Ich denke, ein paar Momente später wird dann Osko auch dazustoßen. Klopf kurz an die Tür. Komm rein. Ja, Moro öffnet dir die Tür. Danke. Ich wollte nur gucken, ob ihr noch schlaft. Nein. Wie geht's euch? Ganz gut, bis das auf die Nacht etwas unruhig war wegen diesem seltsamen Traum. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen hier bleiben würde in der Gegend. Mhm. Wahrscheinlich. Was sagst du zu den Dorfbewohnern? Du hast doch bestimmt mit ihnen geredet. Ja, ich habe tatsächlich vorhin mit Ulf nochmal gesprochen. Er wirkte quasi beinahe glücklich. Oder zumindest munter auf seine Art und Weise. Wobei er mir von den anderen auch erzählt hat. Von den übrigen Familien, die hier noch wohnen. Haben Sie Angst? Angst? Nicht wirklich für uns, aber mehr vor dem, was kommt. Und sie sind unsicher. Unsicher, was jetzt geschehen wird. Das wäre fast am besten, sie würden auf die andere Seite des Walles gehen. Hier sind sie nur im Weg und das Land ist verdorben. Es sind nur noch ein paar, sie können dieses Land nicht bestellen, oder? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich verstehe deinen Punkt. Natürlich wäre es im Westen angenehmer für die
für die Bewohner hier, aber... Als eine Legende. Aber ich glaube, dass Sie hier noch eine andere Aufgabe haben. Das ist nämlich auch einer der Gründe. Ich denke, es wäre ganz ratsam, wenn wir uns nochmal mit Ihnen unterhalten würden. Oder zumindest ich zu Ihnen spreche. Ich konnte ja ein paar der Dorfbewohner schon zeigen, was möglich ist hier, wenn man nur den richtigen Weg geht und den Acker vernünftig bestellt. Ich denke, einen kleinen Hilfeschubser könnten Sie gut gebrauchen. Für später vielleicht, aber jetzt ist das hier ein Kriegsgebiet. Darfst du ehrlich, der Feind wird es sich lange gefallen lassen, wenn wir hier anfangen vorzurücken, wenn wir Dorf für Dorf für die Armee bereit machen. Sie werden kommen und je mehr Leute hier noch leben, umso mehr Menschen sind in Gefahr. Natürlich. Wer nicht kämpfen kann, sollte fliehen. Wobei dieses Dorf doch mehr als eine Art Stützpunkt für unsere Truppen fungiert. Natürlich ist es gefährlich. Aber die Truppen wissen ganz bestimmt nicht, wie sie hier Nahrung finden sollen. Wir nehmen die Silos, was denkst du? Die werden dann schnell aufgebraucht sein. Es braucht fähige Hände, die Silos wieder füllen. Während eines Krieges, einer Front? Naja. Wo die Fronten sein werden, können wir nicht wissen. Ob es ist hier oder weiter im Osten oder noch näher am Wall, das wissen wir nicht. Das ist genau das, was ich meine. Es kann hier überall sein. Die Leute müssen in Sicherheit gebracht werden. Nachdem ich gesehen habe, was diese Monster können, ist niemand sicher. Und jede weitere Person, die eine Leiche werden kann, ist potenziell ein Feind. Du hast grundsätzlich recht, aber mal abgesehen davon, was wir glauben, denke ich nicht, dass die Leute hier gehen werden. Wir leben jetzt eine Generation. Das denke ich auch. Die Leute werden nicht gehen. Sie sind so viel Leid gewöhnt. Es ist ihre Heimat, immer noch. Und deswegen sollten wir sie auch darauf vorbereiten, wie sie ihre Heimat wieder zu dem machen können, was sie mal vor einigen Generationen war. Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Oscar, bei aller Liebe. Nein. Wir haben einen Krieg zu führen. Wir haben einen Feind zu besiegen. Wir haben diese Ungeheuer zu vernichten. Da hast du auch vollkommen recht. Und da kommen wir an einen anderen Punkt, wobei kurz erwähnt sei, das, was ich vorhabe, ist nicht mehr als ein Gespräch. Das wird sich noch einrichten lassen. Aber du hast vollkommen recht. Wir müssen uns beeilen. Wir wissen nicht, wann das Heer auf dem Weg hier ist. Ja. Oder wann die gegnerischen Heere und unseres aufeinandertreffen. Mir wurde aber ein Tipp gegeben von Ulf. Ein Tipp? Ja, ein weiterer Ort hier ganz in der Nähe, den ich schon beinahe vergessen hatte. Mora, den kennst du bestimmt auch noch. Schwarzhöhe. Ja, Schwarzhöhe, das sagt mir was. Es ist leicht nordöstlich von hier. Nordöstlich? In der Nähe des Gebirgspasses, etwas südlich davon. Ulf sagte mir, dass die Leute dort, die er kennt, wohl noch ein schlimmeres Schicksal erlitten haben als die Leute hier. Dort sei wohl ein großer untoter Heereszug damals, hätte das Land verwüstet. Und dort würde sich diese Korruption noch... Naja, es sei besonders korrupt dort. Der Boden sei besonders verpestet. Das klingt für mich danach, als ob es irgendwie ein Knotenpunkt ist auch. Vielleicht von Tagun schon gemacht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wäre das ein angebrachter Punkt vielleicht dort, dieses Dorf auch zu befreien. Haben wir eine Karte hier? Ich weiß nicht, Mora, du hast bestimmt eine, oder? Ja. Wartet. Und sie geht zu ihrer Tasche, nestelt dort ein wenig und legt tatsächlich dann auf den Esstisch eine rudimentäre Karte der Umgebung. So. Hier ist der Hauptweg. Und dort, weiß nicht, vielleicht zwei Tagesreisen von hier entfernt, ist dort ist Schwarzhöhe. Und Oskar deutet dann auf einen Punkt in der Nähe des im Norden liegenden Gebirgspasses und sagt dann weiter. Das habe ich doch schon mal gehört. Ich glaube, Belzora Rotahir hat davon letztens auch noch gesprochen. Sie hat irgendwas... Nein, es war Tucher, als ich die beiden belauscht habe.
Tucher hat von Schwarzhöhe gesprochen. Er hat gesagt, dass er dort Alvenisch getroffen hätte. Oder war sie es? Ich weiß es nicht, aber das er ist dort gewesen. Das weiß ich. Das passt zu dem, was Ulf mir vorhin sagte. Er sagte, Tucher hätte dort einige Bekanntschaften gehabt. Beziehungen dorthin. Und na, vielleicht auch so etwas wie Einfluss oder zumindest mächtige Freunde. Aber welchen strategischen Wert hat das für uns? Es gab mal einen Schleichweg, aber mehr war es auch nicht. Übers Gebirge. Was Mora weiß, ist, dass in Schwarzhöhe eine große Anzahl von Jägern wohnt. Das sind harte Naturburschen, die unglaublich gut oft für auf der Jagd sind. Würde sie das genauso weitergeben? Jäger. Ja. Praktisch. Die Frage ist, ob die auf unserer Seite zu ziehen sind. Das können wir nicht wissen. Möglich ist es. Ulf sagte zu mir, dass die Leute dort ziemlich in Not leiden. Wenn wir ihnen genauso wie hier die Hoffnung machen können auf ein besseres Leben, seien sie vermutlich auch eher auf unsere Seite zu bringen. Aber wenn es dort keine Vorräte gibt und es so abseits gelegen ist, dann wird es dem Heer zumindest nicht viel nutzen, oder? Wir können zumindest das Wissen der Leute für uns benutzen. Vielleicht kennen sie ja Wege, die unser Heer auch nutzen kann. Ich kenne mich nicht besonders gut in den Gebirgen hier aus. Ich weiß nicht, vielleicht du, Mora, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute, die hier wirklich wohnen und hier leben, ein Leben lang auch Pfade kennen, die das ja nutzen kann, um weiter nach Osten vorzudringen oder über den Gebirgspass. Wenn wir schnellere Routen als der Feind kennen, dann... Ja. Nicht die großen Handelswege oder Straßen, aber gerade die Jäger, die müssten sich im Gelände auskennen. Die kennen die Gebiete, das Gelände. Das wären ideale Pfadfinder für das Heer, ja. Vielleicht, wenn wir sie dazu bekommen, uns zu unterstützen. Das klingt nach einer schönen Sache, aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe, ein paar Jäger zusammenzusammeln. Unsere Hauptaufgabe ist, den Weg zu bereiten. Und der Weg der Armee wird sicherlich nicht über irgendwelche Bergspässe führen, sondern nach Altzoll, oder nicht? Ja, aber die Sache ist doch die, wenn wir nach Schwarzhöhe gehen, können wir von dort die Jäger... Aber wir können von dort die Jäger hier nach Neu-Urkenwacht schicken und die Jäger können dann dem Heer helfen. Sie können für das Heer spähen. Das hilft ja auch dem Weg, oder zumindest einen Umweg finden. Und daran zweifle ich auch nicht. Das ist sicherlich eine tolle Sache, wenn wir sie haben, aber brauchen wir nicht vor allem, war es das nicht, was ihr gesagt habt? Brauchen wir nicht vor allem Proviant? Brauchen wir nicht vor allem Nahrung für die Armee? Ja, aber... Nicht ein paar Jäger? Jäger können auch für Nahrung sorgen. Und ja, Erndrick, in diesem Land, das ist so karg, da zählt jeder, der ein Tier erlegen kann. Der Bauer hat vor ein paar Tagen von einem anderen Ort erzählt. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß und wo er genau liegt. Einem Ort, der reich sei und wo es Silos voller Getreide gäbe. Ja. Ganz ehrlich, ich bin kein großer Taktiker, aber das ist das logische nächste Ziel. Ebenso wenig. Andererseits, wir sollen, die meisten Dörfer auf das Heer vorbereiten. Wenn wir uns eilen, können wir beides machen. Wir haben die Pferde, wir sind nicht sonderlich gut. Aber mit denen kommen wir schneller voran, als wir das zu Fuß machen würden. Das würde... Ich möchte nur dieses reiche Dorf zu übernehmen, wird deutlich schwerer werden als... Na, Okrenwacht. Diese Leute werden nicht so leicht zu bekehren sein. Also es wird mehr Soldaten dort geben. Genau das ist es. Ja. Ulf hat mir vorhin davon erzählt, dass sie vor allem das Korn aus Geiswald beziehen. Die Menschen dort wollen im Vergleich zu Okrenwacht oder auch von Schwarzhöhe im Überfluss leben. Nachdem, was das für diese Lande hier bedeuten soll.
Überfluss? In der Nähe von Geisfeld ist auch das Weingut, was Moa kennt. Geisfeld, sagst du? Ja, genau. Ulf sagte, die Menschen, die er doch kennt, naja, seien in deren sich gut betucht. Und, ich weiß nicht, ob wir beides machen können. Das ist das, wo ich mir nicht sicher bin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Gibt's denn... Sonst können wir trotzdem jemanden vielleicht nach Schwarzhöhe schicken. Oder hier eine Nachricht hinterlassen, dass auch denen von Schwarzhöhe erzählt wird, weil das hier wird sicherlich auch ihre Reiter haben, die dann entsprechend Leute anheuern können. Und wenn sie wissen, dass es in Schwarzhöhe Kundige gibt, können sie dort selbst hinreiten, Leute hinschicken. Und Geisfeld würde ich mir tatsächlich einmal ansehen, wenn es da so reiche Ernte geben soll. Und ich habe eine Vermutung, dass dem so ist, weil ich war dort einmal in der Gegend, auf einem Weingut, aber wenn es so ist, wie ich denke, dann können wir dort tatsächlich nichts Gutes erwarten. Warum nicht? Ich glaube, dann ist die gute Ernte auf Opfer zurückzuführen, auf Blutopfer für die dunkle Mutter. Umso mehr müssen wir einschreiten. Ja. Wenn wir es nicht tun und die Leute bekehren und vorwarnen, werden sie vom Heer bekehrt. Und das, naja. Wir werden dort, wenn dem so ist, was ich vermute, tatsächlich auf sehr viel Gegenwehr stoßen. Und auf wahrscheinlich hohe Tiere in der Stadtpolitik oder was auch immer. Fanatiker. Vielleicht ist das eine Nummer zu groß, ich weiß es nicht. Aber den Proviant, den braucht das ja. Ja. Unsere Anhänger könnten wir vielleicht dann in Schwarzhöhe finden. Es sind zwei Gründe. Da verlegen bestimmt 2-3 Tagesreisen oder mehr auseinander. Das ist gar nicht so viel, wenn man die richtigen Wege kennt. Aber ich glaube, die beiden Orte sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Ja. Aber es ist eine Weile her, dass ich dort war. Ja. Auf jeden Fall. Nun, wenn ihr mich fragt, wir sollen zumindest versuchen, in beiden Ortschaften. Wobei ich Mora zustimmen würde, Geisfeld könnte ein Problem für uns darstellen. Ich selber war, wenn überhaupt, höchstens einmal dort, aber kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten davor sind. Versuchen kostet nichts. Nein. Naja, vielleicht doch was, aber... Das hier braucht Lebensmittel und den Geisfeld ist der beste Ort dafür. Also da müssen wir auf jeden Fall hin, ja. Ja. Aber andererseits... Ich glaube, dort sollte man mich kennen, dort und in der Gegend. Allerdings nicht als Händlerin, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe da einen besonders schlechten Ruf, aber... Vielleicht können wir das ja auch für uns nutzen. Vielleicht, ja. Wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Wenn wir es nicht versuchen, können wir auch hier sitzen bleiben. Also. Das ist richtig. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen. Ja. Also nach Geisfeld? Ja. Und Schwarzhöhe. Ja, aber was als erstes? Ich glaube, Geisfeld liegt näher. Wir können danach immer noch, falls uns Zeit bleibt, dann nach Norden aufbrechen. Auf dem Weg sollen wir auch Ballerweit passieren. Vielleicht können wir dann dort auch erstmal die Lage observieren. Weiter nach Schwarze und dann, naja, nach und nach weiter nach Osten. Ja. Als Gebietskundige, also Jandrik ist ja auch schon mal da nach Alzoll rübergelaufen und so.
Du kennst zumindest an der Hauptstraße zumindest die großen Örtlichkeiten. Balderweid ist verlassen. Von daher, da, also das ist ein verlassener Ort. Mora wird das auch wissen. Ja, könnten wir zuerst an Geisfeld, damit wir soweit die Lebensmittelversorgung abgeklärt haben. Sollte es uns dort gelingen, Fuß zu fassen, könnten wir weiter nach Balderweid die Lage schauen, wie es der Ortschaft geht, und dann weiter nach Schwarzhöhe. Naja. Wahrscheinlich ist Balderweid immer noch eine Geisterstadt. Was? Und da sieht man mal, ich hatte davon gar nichts gehört. Im besten Fall ist das nur so dahergesagt, aber ich vermute nicht. Ich bin da auch durchgekommen. Es war tot. Dann könnte das allerdings ein guter Ort sein, an dem das Heer vielleicht lagern könnte. Ja. In den Überresten der alten Stadt. Zudem liegt es genau zwischen Schwarzhöhe und Geisfeld. Wenn wir zuerst die Lage in Geisfeld einschätzen können, die Nahrungsmittelversorgung soweit organisiert bekommen für das Jahr, könnten wir schon einen Boten schicken, dass die ersten Truppen marschieren könnten nach Balderweid, dort lagern, und wir in der Zwischenzeit machen wir uns auf den Weg nach Schwarzhöhe und suchen nach ortskundigen Führern. Das klingt nach einem guten Plan. Ja. Einverstanden? Astanio ist nicht da, aber ja. Du hast vollkommen recht. Wo ist der alte Mann wieder? Auch auf dem Markt? Immer noch? Soll ich nach ihm schauen gehen? Oder Elena, du? Du kannst auch gerne nach ihm schauen. Na gut. Und Mora zuckt müde mit den Schultern. Und öffnet die Tür. Und geht raus. Ach ja. Elena packt dann die Sachen, mit denen sie noch, hat noch das zwei Päckchen in der einen und der anderen Hand, einmal das länglichere, was also wie ein Kreuz, so für Jandrik dann ganz klar ein verpacktes Schwert in Stoff gewickelt und noch ein anderes Stoffbündel, was sie jetzt zu ihren Sachen legt. Damit sie sich tatsächlich auch, umgezogen hat sie sich schon, also sie hat jetzt ein frisches Hemd, eine frische Hose an. Das sieht man. Da hat aber noch Wechselklamotten, die sie jetzt auch in ihr Bündel packt. Aber irgendwie ist sie jetzt wieder nachdenklich und ruhig. Jandrik brütet über der Karte. Ganz verbissen wirkt er. Worüber denkst du nach? Sagt dann Oslo. Ich überlege immer noch, unser Auftrag ist so vage. Wir haben keine Ahnung, was die Armee eigentlich vorhat. Wir sind in dieses dunkle Land geschickt geworden. Wir sind in dieses dunkle Land geschickt worden mit dem Auftrag, ja, sichert die Lage und sorgt dafür, dass wir es einfach haben. Aber wir wissen nichts von der Strategie, von der Taktik. Gar nichts. Das heißt, alles, was wir machen, ist eine Handlung auf gut Glück. Kommen Sie einfach durch den Wall? Haben Sie Männer, die über die Pässe gehen? Dann wäre es sinnvoll, Schwarzhöhe zu sichern. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, was Sie noch alles vorhaben. Und das ist frustrierend. Eigentlich müssten wir zurück. Was Jandrik noch weiß von seinen Gesprächen mit Borondria ist, dass sie ihm gesagt hatte, dass sie schnell auf Altzoll marschieren wollen, um die. Also wahrscheinlich. So genau weiß es nicht, aber der schnellste Weg dahin ist halt die Hauptstraße entlang. Ich vorhin sagte, das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir doch alt sein müssen. Aber das kommt mir wie eine viel zu offensichtliche Taktik vor. Das wäre das, was jeder erwartet. Die Armee geht über die Hauptstraße und da gibt es eine Riesenschlacht irgendwo vor Altzoll. Das kommt mir irgendwie, von allen Seiten könnten wir angegriffen werden. Mir gefällt das alles überhaupt nicht. Deswegen würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, die Ausläufer der Hauptstraße, also die dort gelegenen Dörfer auszukundschaften zumindest, dass man einem da nicht in den Rücken fallen kann.
Und ja, genau deswegen, Jandrik, glaube ich, dass der Auftrag so vage ist. Die Leute aus dem Westen kennen sich hier nicht aus. Wir wissen nicht, was es hier für Möglichkeiten gibt, wie sie genau vorgehen sollen, was es zu tun gibt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie wissen, welche Ortschaften es hier gibt. Außer Alzheimer natürlich. Nein, sie wissen das, was vielleicht ein bisschen von Answin, als er damals vor, es sind schon fast 10 Jahre hier war, vor 10 Jahren hier war. Aber seitdem hat sich einiges geändert. Wie Mora sagte hier, Balderweid ist mittlerweile verlassen. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher war. Und gibt ja noch andere, aber Balderweid könnte halt der zweite Brückenkopf werden. Und es ist ein Heer. Heere greifen oft frontal an und belagern dann. Oder machen eine offene Feldschlacht. Aber hier gibt es so viele Möglichkeiten von der Seite, uns einen Hinterhalt uns in einen Hinterhalt zu locken. Deswegen sollten wir Auskundschaften. Aber ich gehe davon aus, dass Borondria und die anderen so schlau sind, nicht nur uns als Spähtrupp vorzuschicken. Sie werden auch andere Spähtrupps haben. Klar kennen die sich hier nicht so gut aus. Umso besser ist es, wenn wir aus Schwarzhöhe Späher und Leute, die sich hier auskennen, hinschicken. Und entsprechend hier auch Osko die Leute informiert, dass das herkommt und wer dann, dass vielleicht das Dorf einen Fürsprecher wählt, der das Heer begrüßt und entsprechend sagt, was möglich ist. Einen Diplomaten zu nennen, wäre zu viel, aber in de facto ist es eine solche Person, der halt hier Informationen weitergibt. Das soll der Bauer machen. Das wäre mein Vorschlag. Es ist der Einzige, der es hier kann. Allerdings. Bauer. Ich würde das dann gleich, das meinte ich auch vorhin, Jandrik, ich würde das mit den anderen weit besprechen, aber ich denke, Ulf ist da ein guter Ansprechpartner. Ja. Wir bestimmen quasi für die Zeit, in der es keinen richtigen Büttel gibt, einen kleinen Büttel hier für das Dorf sozusagen. Jetzt, wo die Priesterin nicht mehr die Oberhand hat, denke ich, wäre es ganz sinnvoll, einen zu haben, der immerhin, wie Ilenia sagte, das Formale sagen wir mal übernimmt. So viele Dorfbewohner sind ja auch nicht mehr über. Ja, es sind ja auch nicht mehr so viele, aber einfach, dass sie wissen halt, wenn jemand kommt und fragt, ein Herr schickt oft einen Reiter vor in ein Dorf und fragt, wer denn der Ansprechpartner ist, und dann können sie einen benennen. Und dann kommt der Rest und der wird dann zum Offizieren gebracht und darf Infos geben. Und je mehr Infos wir den jetzt Ulf geben, dass wir sagen, was unser nächstes Ziel ist, was mit Balderweid ist, dass wir Geisfeld noch anstreben, Schwarzhöhe, dass da Späher sind, das sollten wir ihm alles sagen, dass er das weitergeben kann. Weil wir haben ja keine Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Es ist, wir können auch Schriftstücke anfertigen. Können wir ihm trauen, Osko? Ja, soweit ich das einschätzen kann, ja. Ich meine, ich habe jetzt natürlich schon nicht super sehr gut gekannt. Ich bin kein Teil einer Familie gewesen, aber ich würde ihm so gut oder so weit vertrauen, dass ich ihm so etwas anvertrauen würde. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ich denke, ich mache mich auf zum Markt. Vielleicht finde ich auch noch Astanio, aber ich tummel mal mit Ulf zusammen, die restlichen Leute zusammen. Ich spreche erst mit ihnen. Ich schaue nach den Pferden. Da komme ich mit. Gut. Wir treffen uns dann später wieder. Hier, ja. Bis später. Bis später, ja. Also Jandrik kümmert sich um die Pferde mit Ilna, oder was? Okay. Ja. Ja, schwenken wir rüber zum Markt. Was hat das Stanje da groß vor? Oh, Astanio sitzt in einer kleinen Ecke, umringt von den Kindern des Dorfes, die noch übrig geblieben sind. Das sind nicht viele. Es sind außer Xamanda nur noch 2. Daneben von den 3. Erzählt Geschichten. Märchen.
um die Kinder ein wenig glücklicher zu machen und die ernste Lage zu übertünchen. Vielleicht kommt da und dann und hin auch mal sein berühmter Münze hinterm Ohr-Trick wieder zustande. Und das erste Mal seit vielen, vielen Monden lächelt Astanio. Und das nicht gestellt. Ja, während du so erzählst, tritt ein etwas hagerer Mann irgendwie zu dir und zu den beiden Kindern. Samantha ist noch nicht da, die hat ja eben mit Elena gesprochen. Guten Morgen, Astanio. Kennst du ihn als Alrik? Guten Morgen, Alrik. Na? Ja, guten Morgen. Ulf hat mich instruiert, ich sollte mal mit dir sprechen. Du sollst mit mir sprechen? Mhm. Aha, okay. Ja, er hat irgendwie erzählt, dass ihr im Westen wart. Das stimmt. Ja, und dass von dort aus Befreier kommen. Das stimmt ebenso. Ja. Und irgendwer hat ihm erzählt, dass ihr dafür, die Wege bereit machen sollt. Auch das ist richtig, Alrik. Gut, woher hast du so viele Informationen? Von Ulf. Und woher hat er diese Informationen? Na, ich weiß nicht, von... Weiß ich nicht. Ist das wichtig? Na, es wäre nur ganz interessant zu wissen. Ja, es tut mir leid. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich soll mit dir reden, weil er hat sich gedacht, wenn wir jetzt hier frei sind, sind wir doch, oder? Ja, so würde ich das nennen, ja. Und ihr jetzt hier für ein Heer, wie auch immer das aussieht, Kundschaften tut, muss ja auch irgendjemand diese Informationen zum Heer bringen, nicht wahr? Das wäre zumindest nicht schlecht. Ja, genau. Und dann hab ich gesagt, hör mal, Ulf, weißt du, wer ist der schnellste Reiter, den du kennst? Und dann hat der Ulf gesagt, ja du, Alrik. Und ich habe gesagt, ja siehste, ich bin der schnellste Reiter hier. Verstehst, was ich meine? Und das Tanio versucht sich daran zu erinnern, wie Alrik drauf war, während hier noch andere Winde geweht haben. Ja, Alrik war schon immer bekannt dafür, dass er gerne zwischen den Dörfern hin und her reitet. Also der ist ein Pferdenarr. Wie war seine Nähe zu Targudia? Und Kukage? Wie die von jedem anderen auch. Also der war jetzt nicht im Widerstand oder so. Aber der war das relativ gleichgültig. Hauptsache, man lässt ihn in Ruhe. Astanio wird theatralisch mit den Händen knacken und dabei sein Magiersiegel schon förmlich in das Gesicht von Alrik halten. Nun, du willst also für uns die Informationen zum Heer bringen. Hast du das schon immer gehabt? Oh. Hast du, du musst ein Grinsen unterdrücken und spielst einfach nur mit der Münze in seiner Hand herum. Ja, aber irgendwer muss es doch machen, oder nicht? Und nichts für ungut, aber du auf einem Pferd kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schnell geht. Elena könnte gut reiten, ja. Ja, natürlich. Nun, Alrik, dir ist hoffentlich klar, dass es eine sehr wichtige Aufgabe ist. Jawohl.
Und dass diese Aufgabe auch sehr gewissenhaft ausgeführt werden muss. Mhm, genau, das weiß ich, ja. Ich hoffe das auch, dass das eine sehr gut bezahlte Aufgabe ist. Nun, das wirst du mit dem Herr klären müssen. Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Was dir aber auch klar sein muss, ist, dass diese Aufgabe natürlich geheim bleiben muss. Inwiefern geheim? Nun, wenn jetzt ein Nekromant dir über die Wege läuft und dich fragt, wohin du reitest, dann reitest du nach... Daniel schaut ihn erwartungsvoll an. Nach Hause. Hm. Und wenn er dir sagt, dass dort hinten nur der Wall liegt? Dann sage ich, ups, hab mich vertan. Astanio kratzt sich so. Aber ehrlich, Astanio, bist du schon mal über die Straßen geritten alleine? Ja. Hast du da Nekromanten getroffen? Ja. Siehst du, das war dein Fehler. Mhm. Zieht so eine Augenbraue hoch. Na dann. Was meinst du? Du weißt doch, dass ich schon immer zwischen den Dörfern hin und her geritten bin. Was meinst du, wenn ich da auf jedem Idioten, der da zwischen den Dörfern hin und her läuft, jedes Mal angehalten wäre, hätte mich mit denen unterhalten? Bin ich denn bescheuert? Wäre ich schon längst einer von den Untoten. Wo du recht hast, hast du recht. Das Daniel klopft sich auf die Schenkel. Na gut, Alrik, dann was brauchst du von mir für diese Aufgabe? Ulf hat gesagt, du kannst mir den Auftrag geben. Und er macht sich so stramm, so. Ich bin bereit, für die Rabenmark meinen Dienst zu leisten. Und das Tadio steht auf drückt ein Grinsen und steht dann stramm und wird dann im militärischen Stil brüllen. Hiermit erteile ich euch, Alrik, den Auftrag, zu Heilrike Radfeld zu reisen und ihr folgende Informationen zu überbringen. Neu-Ogrenwacht ist befreit und die Bewohner sind darauf bereit, dem Herr vollen Dienst zu leisten. Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Heilrike Rattel. Schöner Vorname. Oh Gott. Hast du nicht irgendwie ein Schriftstück oder so? Oh, warte, dann zu Hause müsste ich noch jetzt das Pergament haben. Rattel kann ich mir merken. Ah. Ist die bekannt da drüben? Sie ist meine Vorgesetzte. Also bekannt. Gut, nicht, dass ich da irgendwo hinreite und keiner kennt die. Ja. Das geheim ist oder so. Nein. Gut. Heilrike Rattel, das kann ich mir sehr gut merken. Brauchst du das Schriftstock noch? Ja, mit dem Zeug drin, ja. Ja. Okay, gut. Dann. Ja, sonst glauben die mir doch nicht. Ja. Schreib dann komm mal. Schreib. Alrik ist der beste Botenreiter in ganz Osten und hat die hochoffizielle Aufgabe von mir, Astanio, gekriegt, zu sagen, was da Sache ist. Kannst du lesen, Alrik? Wäre das wichtig für die Aufgabe? Seiteninformation. Ich mach dir das Pergament bereit. Komm später zu meiner Hütte. Und Astanio wendet sich entschuldigend an die Kinder. Irgendwann anders erzähle ich die Geschichte zu Ende, ja? Aus dem Augenwinkel siehst du ihn hinter dir so. Yes! Deine jubelnde Geste. Okay. Wenn du wieder zu ihm hinschaust, wird er wieder gerade. Ach so, ja, okay. In einer halben Stunde. An der Hütte. Halbe Stunde an der Hütte. Ich werde in 20 Minuten da sein. Gut. Ist doch weniger als eine halbe Stunde, oder? Ja,
Erik, es ist weniger als eine halbe Stunde. Und er, und Astalio wird sich die Schläfe reibend Richtung Hütte laufen. Ihm kommt so eine kleine Träne. Ich habe das so lange geübt. Jawohl. Bis später, Eirik. Bis später, Astanio. Und oh. Astanio macht sich auf den Weg zur Hütte. Ja, dann kommt ihr wahrscheinlich Osko entgegen, ne? Der wollte ja suchen. Ich glaube eher Mora. Ja, Mora war vor die Tür gegangen. Ja, die kommt ihm gerade entgegen. Ach, da bist du ja endlich. Ja. Es werden schon Pläne ohne dich geschmiedet. Ja, das war mir schon klar. Sollen sie doch. Es geht darum, wo wir als nächstes hinreisen. Wir haben schon zwei interessante... Nein, Oscar hat zwei interessante Ziele ausgemacht. Und ich habe jemanden, der die Informationen von Neu-Ogen wacht zur... Na, hoffentlich erfolgreich zu Rattel bringt. Das ist gut. So jemanden brauchen wir. Wahrscheinlich immer wieder. Eirik. Du kennst ihn. Ja, ganz genau. Aber er reitet schnell. Das ist auch alles andere, was er kann. Ich werde die Information nochmal sehr detailreich aufschreiben. Nachrichten können abgefangen werden. Ja, wird wahrscheinlich. Aber ich weiß auch nicht, ob er sich alles behalten würde. Das ist genau mein Gedanke. Dann muss er das Schriftstück wirklich gut verstecken. Es ist gerade so gut, dass er sich gerade noch daran erinnern kann, wo er es hingesteckt hat. Wir können es ihm schlecht in den Rücken ritzen. Ja, stimmt. Ich bin noch nicht bereit zu solchen Maßnahmen, Asanio. Und Astalio hebt ein wenig die Augenbrauen. Noch nicht, habe ich gesagt. Ich gehe mal die Notiz schreiben. Und sie kehrt mit dir um und geht mit in die Hütte. Wir wollen relativ schnell aufbrechen. Jedenfalls ist das bisher der Plan. Nach Schwarzhöhe, beziehungsweise zuerst Geiswind. Dort vermuten wir mehr Gegenwind als hier in Neu-Ogrenwacht. Sicherlich, sicherlich. Aber dort könnten sich auch wirklich große Vorräte verbergen. Das stimmt allerdings. Naja, Anastasio kramt, während er Mora zuhört, in seinem eher als angestaubten Schreiberfach und holt eine ein bisschen zähflüssige Tinte heraus und eine oben abgebrochene Feder. Ach, bin ich froh, wenn ich endlich wieder neues Schreibmaterial habe. Und Astanio? Ja? Kannst du das irgendwie verschlüsseln, was du schreibst? Also ich meine nicht magisch, also vielleicht kannst du das auch mit Magie, aber ich meine eher so, naja, umschreiben. Ein wenig. Und das Talio fängt schief an zu grinsen und fängt an, eine Fabel aufzuschreiben. Es war einmal ein Oger in einem Käfig. Dieser wurde von vier tapferen Recken befreit, sodass der Oger dem hiesigen Dorf helfen kann, die Felder zu bestellen. Nun kommt es, dass der Oger einen Freund hatte. Der Freund war nicht besonders schlau und er konnte sich nicht viel bei sich behalten. Aber er war schnell wie ein Fuchs. Dieser Fuchs hatte die Angewohnheit, zwischen Städten hin und her zu rasen, wie kein anderer. Nun soll er anderen Leuten Informationen bringen
um mehr Oger zu holen, um die Felder zu bestellen. Denn das werden sie brauchen, denn Oger sind ziemlich hungrig. Mora schaut dir dabei über die Schulter. Ah, ja. Und jetzt noch irgendwas über Geißwind. Doch die tapferen Helden, die taten sich mit dem Oger nicht recht verstehen. Und sie hörten von Geistern, die in der Nähe hausen sollten. Diese mussten sie erst einmal auskundschaften. Ob ihnen das gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Naja, ein wenig verschnörkelter, als ich es formuliert hätte, aber ich glaube, sie werden hoffentlich schon verstehen, was du meinst. Zumindest wenn er erwischt wird, dann könnte man denken, dass er irgendwelche Kinder zu Hause hat. Naja. Und Astalio faltet das Papier zusammen, lässt ein bisschen von einer Kerze Wachs darüber. Wollen wir mal hoffen, dass die gute Frau Ratte Geschichten mag. Hätte auch nicht gedacht, dass ich mal Geschichten erzählen muss, um Informationen zu verschlüsseln. Hast du das noch nie getan? Meine Geschichten waren eher darum, um Kinder glücklich zu machen, als Kriegsinformationen zu verschicken. Zu der Zeit, als ich Kriegsinformationen verschickt habe, haben mir keine Geschichten darüber erzählt. Naja, dann wirst du es lernen müssen. Das wird wohl ein Running Gag werden. Gut. Und Astalio wird aus dem Fenster gucken und gucken, ob Alrik schon entgegenkommt. Ja, der ist wie versprochen da. Er hat gelernt, die Uhr zu lesen. Ich bin begeistert. Und er geht vor die Tür und sagt, Alrik, hier ist die Nachricht, die du überbringen sollst. Und schaut sich so um. Astalio. Tu mir einen Gefallen, ja? Wenn du das Papier an jemanden abtreten musst, der das Papier eigentlich gar nicht haben sollte, ne? Dann sag ihm, dass du das von einem großen Geschichtenerzähler bekommen hast und eigentlich nur deinen Kindern etwas vorlesen möchtest. Meinen Kindern? Ja, deinen Kindern. Aber ich habe gar keine Kinder. Doch, Eirik. Du erinnerst dich noch nicht. Ich hab... Wer? Wem? Wann? Erzähl ich dir was anders. Nein. Jetzt, bitte. Die sind drüben im Westen. Frau Rattel wird dir mehr darüber erzählen. Im Westen? Ich war noch nie im Westen. Aber deine Kinder waren im Westen. Du willst sie doch bestimmt schnell wiedersehen, dann musst du jetzt aber ganz schnell los. Nicht, dass sie wieder weggehen. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Das musst du auch nicht. Aber wenn ich Kinder im Westen habe, muss ich dann für die bezahlen? Das hast du doch schon längst. Hab ich das? Natürlich! Wovon? Ich weiß nicht, wo du das Geld her hattest, aber ich sollte es immer für dich verschicken und die Briefe dahin schicken, wenn du dich erinnerst. Du hast wieder zu viel getrunken, Eirik. Ich hab noch nie was getrunken. Trinken und reiten, das verträgt sich nicht.
Das Daniel schaut flehend zu Mora über die Schulter. Mora tritt jetzt quasi aus der Hütte raus. Alrik, manchmal redet Astanio Wirr. Der Brief. In Ordnung? Der Brief. Der muss in den Westen. So weit in den Westen, wie du nur kannst. Brief. Mora hört Astanio wurmeln. Ich hoffe, Oskar hat noch was von dem verdammten Schnaps übrig. Mora hatte die Idee mit dem Brief. Wir reden schon von derselben Mora, also von dieser Mora da. Ja, wir reden von der richtigen Mora. Die Schlechterin. Ich glaube, du hast dich da verhört. Ich glaube, du verwechselst da gerade etwas, Alrik. Also gibt es noch eine andere Mora. Ja, es gibt noch eine andere Mora. Die wohnt irgendwo in Richtung Altzoll. Gut. Ganz üble Tuse, habe ich gehört. Ganz übel. Ultra nervig. Ganz schlimmes Frauenzimmer, ja. Man hört nur Schlechtes über meine Namensvetterin, aber das tut mir schrecklich leid. Alrik, der Brief, ja? Nicht vergessen. In den Westen. Nein, natürlich nicht. So weit wie du kannst. Hinter den Wall. Mhm. Und das andere Gefasel. Manchmal ist der alte Mann ein wenig senil, verstehst du? Morat. Verstehe. Astanio, willst du jetzt nicht reinkommen mit mir? Einen Tee trinken? Mhm. Danke, Alrik. Und sie zieht mühelos ein paar Münzen aus ihrem Mantel und drückt sie Alrik in die Hand. Als Bezahlung. Und für den Proviant. Und für ein zweites Pferd. Egal. Ihr wisst schon, was damit anzufangen. Trinkt nicht so viel. Aber ihr trinkt ja eh nicht. Was für ein Glück. Und Astanio ruft hinterher und denkt dran, deinen Kindern etwas abzugeben und knallt die Tür dahinter sich zu. Astanio! Mora, warte. Bitte? Wenn ich meinen Kindern was davon abgeben soll. Ach, natürlich. Und sie greift ein zweites Mal in ihre Tasche und legt noch ein, zwei Münzen drauf. Die soll noch gut versorgt sein. Und ja. Denkst du an den Brief, ja? Welcher Brief? Richtig. Danke, Alrik. Du warst schon immer der schnellste Reiter. Jetzt muss ich nur noch eine Sache wissen. Bitte. Wie heißen meine Kinder? Alrika und Alrizio. Zanio, bist du jetzt wohl still? Es macht irgendwo Sinn. Ich weiß nicht warum, aber es macht Sinn. Ich mache mich sofort auf den Weg. Richtig, so schnell es geht. Danke. Jawohl. Und sie dreht sich schnurstracks auf dem Absatz um, knallt die Tür zu. Und Stopp, Mora, stopp. Alrik. Wo finde ich euch denn wieder, wenn ich Antwort schreiben kriege? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht die erste gute Frage, die du mir heute stellst. Aber das übergehen wir jetzt einfach mal, okay? Astanio? Gib die Antwort doch einfach an den Bauern. Richtig. An Ulf. Oder lass sie hier in der Hütte, was dir besser erscheint. Also Ulf weiß, wo ihr seid. Ja. Gut. Ulf kann die Nachricht auf jeden Fall für uns verwahren. Solange. Dann weiß ich Bescheid. Danke, du bist ein Schatz. Ich weiß. Und sie dreht sich einfach nur noch, ja, um, macht die Tür zu. Mora. Astanio! Du raubst mir den letzten Nerv und diesem Mann seine verbleibenden drei grauen Zellen. Du bist der schlechteste Lügner, den ich jemals getroffen habe. Das ist mir ziemlich egal. Du hast eine gute Idee, du spinnst sie wie ein seidener Faden und dann zerknüllst du es einfach. Wie ein... Ah! Ich kann nicht viel dafür, dass der Idiot nicht versteht, dass er das einfach nur als Metapher nehmen soll. Metaphern! Hast du
Reden wir über den gleichen Alrik? Klare Anweisungen. Klare Anweisungen. Nicht mehr und keine Informationen mehr. Hm. Oh, Stadio. Bei den Zwölfen. So viel gelächelt, wie ich gerade habe, musste ich sehr lange nicht mehr. Und ich mag es nicht so lächeln. Es ist so falsch. Und weißt du, wie viel Geld du mir jetzt schuldest? 12 Taler, Astanio. Ich für Buch. Tu das. Ah, ich packe meine Sachen. Wohin war Osko unterwegs? Osko würde erst einmal schauen, ob Ulf auf seinem neuen Feld quasi ist, auf seiner Weide. Ja. Und dann mal zu sich rufen. Einfach nur, Ulf! Komm mal rüber! Es ist soweit. Er sammelt dich mal am Marktplatz. Ich hol die anderen. Ernst ist nur ein Nicken. Ja, Osko dreht dann kehrt um und würde dann auch sich aufmachen, erstmal in die Mitte des Dorfes, zu schauen, wer dort gerade noch ist. Im Optimalfall sucht er die Kinder. Ja. Und würde den Kindern dann auftragen, Kinder, kommt doch mal eben her. Könntest du bitte dort drüben gehen, die Leute suchen und sie einmal zum Markt bestellen und du darüber? Ich möchte gerne das einmal ganz kurz sich alle hier versammeln. Ist das in Ordnung? Kriegt ihr das hin? Mhm. Sehr gut. Sagt allen, dass wir uns kurz hier treffen. Es wird auch nicht lange dauern. Ja? Okay. Sehr gut. Bis gleich. Ja, und so würde Osko dann die verbliebenen Dorfbewohner von Neu-Ogelnbach dann gerne zu der Mitte, zum Zentrum des Dorfes bestellen. Und dann wird auf die anderen Leute warten. Ja, es kommen die restlichen Bewohner alle zusammen. So, ich denke, jetzt sind alle hier. Osko zögert einen Moment. Das ist irgendwie ungewohnt, aber naja, da jetzt alle da sind, wo fange ich an? Ihr wundert euch bestimmt, warum ich euch jetzt hergerufen habe. Denke mal, ihr habt alle mitbekommen, was die letzten Tage geschehen ist und was vor allen Dingen letzte Nacht ja passiert ist. Und ich kann verstehen, dass einige von euch unsicher sind, wie es jetzt weitergehen soll, die nächsten Tage. Deswegen wollte ich einmal mit euch reden. Euch soweit darüber in Kenntnis setzen, was jetzt die nächsten paar Tage passieren wird, passieren könnte. Und ein paar Sachen mit euch besprechen. Es wird auch nicht zu lange dauern. Ich möchte euch nicht von eurer Arbeit abbringen. Aber, naja, Rota, ihr und Garere sind nicht mehr. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Wir sind hier, weil, naja, wir sind quasi Boten. Einige von euch haben es bereits schon gehört. Und ja, es ist wahr, wir kommen aus dem Westen. Und ich hatte nur Gelegenheit, mit ein paar wenigen von euch zu sprechen. Ein paar von denen haben die letzte Nacht leider nicht überlebt. Aber ja, es ist auch wahr, der Wall ist nicht mehr. Und es sind Kräfte aus dem Westen hier unterwegs und sie werden dieses Dorf passieren. Und Osko schaut sich einmal um, den restlichen Menschen, worauf die reagieren oder wie sie darauf reagieren. Wohin relativ gleichgültige Gesichtsausdrücke blickst du? Ich weiß, für euch macht das keinen Unterschied, ob Garere, Rota ihr oder jetzt irgendwer anderes kommt. Kann euch eigentlich egal sein. Seid nur darauf gefasst, dass sie hier durchziehen werden. Eventuell werden sie hier eine Nacht rasten müssen. Sie werden Verpflegung brauchen. Und es wäre gut, wenn ihr sie ihnen stellen könnt, denn wir
Das heißt, meine Freunde und ich und auch das Heer haben eine Aufgabe. Wir versuchen, die Rabenmark von den wieder zu dem Ort zu machen, der er mal war. Und dazu brauchen wir eure Hilfe. Genauso wie die der anderen Dörfer. Deswegen, wenn sie kommen sollten, verschließt euch nicht vor ihnen. Bietet ihnen ruhig ein Obdach oder lasst sie in den Ruinen des Dorfes ruhig nächtigen. Wir haben soweit mit ihnen Kontakt, dass sie, wir wissen, dass sie euch nichts tun werden. Ihr könntet eure tägliche Arbeit soweit fortführen können. Soweit. Denn das Heer wird weiterziehen, Richtung Osten, nach Altzoll. Und genauso wie das Heer werden auch wir bald wieder abziehen. Und für die Zeit, in der wir nicht da sind, wäre es gut, wenn ihr das Dorf einen Vorsteher oder eine Vorsteherin wählen würdet, da jetzt Guerrero nicht mehr hier ist. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Dabei schaut Osko durch die Reihen der noch Anwesenden. Aber ich würde, und Osko dreht sich nach links in Richtung Ulf, ich würde Ulf Rübensaat dafür vorschlagen. Er ist ein alteingesessener Bauer. Ihr kennt ihn alle gut. Er ist ein hart arbeitender Mann, kümmert sich gut um seine Familie. Und ich würde ihm durchaus zutrauen, als eine Art, Zwischenbüttel, solange wie es nötig ist, hier zu fungieren. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ihr kennt mich zwar alle, aber ich bin nicht so lange hier wie ihr. Ihr seid das Dorf, ihr seid Neu-Ogenwacht. Deswegen müsst ihr dazu zustimmen. Von mir aus ist es nur ein Vorschlag. Warum machst du das nicht? Wie gesagt, wir ziehen weiter nach Osten. Wir haben eine Aufgabe. Wir werden, nach Osten reiten. Wir müssen auch die anderen Dörfer darauf vorbereiten, dass ein Heer im Anmarsch ist. Und gleichzeitig die Dörfer von dem packenden Griff von Targunitor soweit befreien oder den Griff soweit lösen, dass, um ehrlich zu sein, dass das Heer weniger Arbeit hat. Deswegen machen wir uns auch auf den Weg nach Osten. Über unser genaues Vorgehen müsst ihr eigentlich nichts wissen. Ist auch für euch nicht wichtig. Allerdings, was für euch relevant ist, ist, dass wir uns bald wieder auf den Weg machen müssen. Deswegen wäre es gut, wenn ihr schnell eine Einigung erzielen würdet. Die Leute fangen an, untereinander zu reden. Osko beobachtet die Leute dabei, kratzt sich dabei ein wenig über sein spärliches Kinn mit dem leichten Bartansatz und schaut dabei auch nochmal in Richtung Ulf. Dem war das sichtlich unangenehm, als du ihn vorgeschlagen hast. Dann würde Osko ihn noch kurz zu sich winken. Kommt. Ulf, ich weiß, dass du da eigentlich nicht so viel Lust drauf hast. Aber du bist einer der wenigen, denen ich absolut hier vertrauen würde. Außerdem bist du noch ein Fundskerl. Du kannst dich auf jeden Fall behaupten zwischen den anderen. Oder nicht? Ich wollte mich eigentlich aus einem raushalten. Du wirst nicht viel zu tun haben. Das Einzige, was du vielleicht tun musst, ist, falls Alrik zurückkehrt. Du hast ja, du hast ihn bereits zu Astanio geschickt, oder? Wenn er zurückkommt, wird er mit einem Reiter zurückkommen, des Heeres wahrscheinlich. Der wird dann wissen wollen, wie es aber die Lage hier im Dorf ist und mit wem sie sprechen könnten. Sie wollen quasi von uns wissen, was das nächste Vorgehen sein wird. Deswegen wollte ich dann gleich einfach nur sagen, was die anderen oder was wir vorhaben. Du sagst es diesem Reiter und das war's. Mehr wirst du nicht zu tun haben. Ist das in Ordnung? Gut. Ich möchte dir auch nichts aufzählen, was du nicht tun möchtest, aber wie ich bereits gesagt habe, ich vertraue dir, dass du das hinbekommst. Du bist ein guter Mann, Ulf. Und dabei klopft ihm Osko auf die Schulter.
Alles in Ordnung soweit? Ich hätte mir vor 2 Tagen noch nicht ausgedacht, dass ich auf einmal Bürgermeister bin. Vor 2 Wochen hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nach Westen marschiere und der Wall fällt. Aber so ist das nun mal. Nur die Götter wissen, was das Schicksal für uns bringt. Ja, vielleicht schon. Vielleicht, ja. Auch das können wir nicht wissen. Wir müssen nur darauf vertrauen, dass die Götter wissen, was sie tun. Wer, wenn nicht sie? Gut gesprochen. Und Oskar würde dann den Blick von Ulf abwenden, wieder zu den anderen schauen. Ja, die unterhalten sich immer noch. Also das ist ein, bilden sich so kleine Grüppchen und dann die diskutieren halt jetzt einige Sachen. Mhm. Ja, Oskar würde den Dorfbewohnern noch ein bisschen Zeit geben und dann nach ein paar Minuten dann nochmal das Wort erheben. Also, habt ihr euch soweit beraten? Was gibt's da groß zu beraten? Was müsst ihr mir sagen? Worüber habt ihr gesprochen? Wir sind der Meinung, dass wir hier kein ganzes Heer versorgen können. Nein, das könnt ihr auch nicht. Das müsst ihr auch gar nicht. Hast du eben gesagt, wir sollen es versorgen? Nein, für einen Tag vielleicht. Oder selbst das werden wir nicht können. Ich verstehe. Ulf ist der einzige der Bauern, die noch vernünftig arbeiten können hier. Das ist ein guter Punkt. Denn ich dachte mir schon, dass da etwas kommen wird. Ich aber habe noch etwas für euch. Ich habe etwas vorbereitet. Und Oskar holt ein paar Beutel hervor, die er vorbereitet hat. Das ist einfach nur simpler Leinenstoff, wo er ein Band drum gebunden hat. Und würde einigen der noch anderen anwesenden Bauern diesen Beutel jeweils zustecken oder in die Hand geben. Ich weiß, dass die Zeit hart ist aktuell. Ihr wisst selber, dass ich einige Zeit draußen auf den Feldern verbracht habe damals. Ich meine, ihr kennt mich noch. Deswegen weiß ich, dass der Acker aktuell sehr spärlich besät ist. Aber, und ihr könnt gerne in die Beutel schauen, wenn ihr wollt, ich habe euch etwas mitgebracht, was euch in einigen Tagen schon über den Winter bringen wird. Schlagt euch auf. Wir gucken nach. Das ist Winterweizen. Ich weiß, sowas gibt es im Osten nicht. Aber meine Freunde aus dem Westen gaben mir es mit. Das ist Korn, der nicht lange braucht, um ausgewachsen zu sein. Und er würde euch über den Winter bringen. Er wird euch Brot geben für die harte Zeit, sodass ihr dann später im Frühjahr neue Saat ausbringen könnt. Und ich habe noch andere Sachen für euch. Ich habe Ulf bereits gesagt, und ich wollte es euch anderen auch noch sagen. Dieses Land ist verheert worden. Und auch ich dachte eine lange Zeit lang, dass hier so gut wie nichts mehr wächst, außer dämonische Bäume, die mehr Tiere fressen, als naja, die Kraft der Erde zu beziehen. Aber das stimmt nicht. Und Oskar kramt aus seiner Robe das hölzerne Symbol der Pereine vor und legt es nun deutlich auf seine Brust. In diesem Land steckt noch Kraft, Energie. Sie muss nur richtig, genutzt werden. Mit harter Arbeit und fleißigen Händen, die den Acker bestellen, kann hier wieder fruchtbarer Boden entstehen. Kann wieder Weizen sprießen, Apfelbäume wieder wachsen. Und dieser Landstrich, und das, ich weiß, wie verrückt das klingt, könnte wieder grün werden. Das alles liegt zwar noch in der Zukunft, aber der Anfang muss jetzt dafür geschehen. Heute wird der Samen gesät, der in einigen Jahren dann blühen wird, aus dem eine starke Pflanze entsteht. Deswegen vertraut auf euch. Wenn ihr hart anpackt, wenn ihr hart arbeitet, wenn ihr fleißig seid
und Preine gefällig den Acker bestellt, wird hier wieder etwas wachsen können. Das garantiere ich euch. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut bei Ulf auf dem Acker vorbei. Dort ist eine kleine, schöne Überraschung, kann man sagen. Und ein Beispiel, was mit reiner gefälliger Arbeit wieder hier entstehen kann. So viel sei gesagt. Aber ja, trotzdem werdet ihr kein ganzes Heer verpflegen können. Aber wie gesagt, das müsst ihr auch nicht. Ich denke, sie werden selber noch Proviant da haben. Sie sollte nur einfach keinen Widerstand leisten. Ich meine, ich war lange genug in Neu-Ungarn, um zu wissen, dass manche von uns ja ein bisschen, naja, zickig sein können. Und deswegen würde ich sagen, reißt euch zusammen, Leute, und dann kriegen wir das alles hin. Sie werden hier vielleicht eine Nacht bleiben müssen. Die Soldaten oder na, die Truppen werden ihre Zelte hier aufschlagen, entweder in den Ruinen oder außerhalb, und werden dann weiterziehen. Ich denke, dass sie vermutlich dann nach Baldarweit ziehen werden. Aber da steht noch, na, die Götter werden darüber entscheiden. Es geht nur darum, dass ihr keinen Widerstand leistet. Und vielleicht geben sie euch ja auch noch etwas für die restliche Zeit. Wer weiß das schon. Nun gut, hat sonst noch irgendwer Fragen? Dann stellt sie jetzt, denn meine Freundin und ich müssen los. Keine Fragen. Osko lächelt breit. Gut. Osko geht dann zu den anderen hin und verabschiedet sich von jedem Einzelnen von ihnen. Es sind ja nicht mehr viele Dorfbewohner. Ich wünsche euch viel Glück. Pereine mit euch. Dann dreht sich Osko zu seiner Truppe hin. Können wir? Ja, Lena hat dann, denke ich mal, mit Jandrik die Pferde soweit fertig gemacht und dann kriegt jetzt aus der Seitengasse die Pferde führend. Von mir aus können wir. Mora, ich habe ein paar mehr Hemden von mir eingepackt, wenn du dich auch umziehen möchtest. Demnächst. Ja. Das blutige Hemd kann ich ja nicht ewig tragen. Danke. Reicht dir eins rüber. Dann müssen wir noch diesen Boten schicken. Was lasst du? Schon erledigt. Okay. Warum kennst du sie? Astanio hat eine hübsche Geschichte gesponnen und den armen Kerl ein wenig verwirrt. Aber Was hat er gemacht? Ich habe dem Mann den Kopf wieder gerade gerückt. Ich glaube, der Brief kommt an. Reitet er jetzt in die richtige Richtung oder wo ganz anders hin? Wenn er eins kann, dann ist es Reiten. Okay. Da können wir ihm vertrauen. Na gut. Wer reitet denn? Alrik. Ah, ja, der kann reiten. Ich habe mit ihm, bevor mein Pferd gestorben ist, einige Wettrennen geliefert. Ist der schon weg, dieser Alrik? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich wollte meinem Onkel noch eine Nachricht, aber na gut. Dann muss es so gehen. Vielleicht in dem nächsten Ort, wenn wir dort einen weiteren Reiter. Ja. Wir werden immer wieder wettrennen können. Ja. Richtig. Dann. Na gut. Sind wir soweit? Ich habe alles. Ich hoffe, ihr habt an meine Sachen gedacht, aber ja, dann können wir los. Ja, wir haben alles dabei. Sehr gut. Wohin soll es denn jetzt gehen dann? Nach Geiswind. Hatten wir erstmal nach Geiswind. Geisfeld. Geisfeld. Geisfeld? Okay, habe ich hier falsch aufgeschrieben. Aber nicht einfach, wir reiten nicht direkt dahin, ne? Wir erstmal in die Gegend. Ja, wir werden nicht die Hauptstraße nehmen. Also erstmal ins Umfeld und beobachten. Das denke ich auch, ja. Also querfeld ein. Wie lange ist die Reise dorthin? In Tagen, in Stunden? Das würde Mora ja wissen. Ich denke, das wird so 2 Tage dauern.
Okay. Ich glaube, was die anderen dann beobachten würden, wäre, dass Mora euch zwar weiterführt, aber sich auch manchmal ein wenig zurückfallen lässt in der Gruppe und vielleicht noch ein wenig umsichtiger die Pfade wählt. Ihr merkt, dass es irgendwie ihr ein bisschen, wenn man sie nicht so richtig ansieht, sie wirkt sogar noch ein wenig kühler, ein wenig angespannter. Vielleicht kennt ihr sie mittlerweile so gut, dass sie das merkt, dass sie hier ungern ist. Andrik, der auf sowas durchaus achtet, lässt sich zurückfallen. Alles in Ordnung? Ich war lange nicht mehr hier. Ich habe das Gebiet gemieden. Gibt es irgendwas, was wir wissen sollten? Du hast vorhin was angedeutet. Ja. Ich denke, wenn Leute mich hier als Kopfgeldjägerin kennen, dann, also, wenn nicht hier, wo sonst? Hier hast du hauptsächlich operiert? Ja. Die Geschichte mit Grammas, die war hier. Verstehe. Unweit von Geisfeld. Es gibt hier ein Weingut. Sehr guter Wein und schöne Geschichte. Wenn wir Leute überzeugen wollen, dass wir die Guten sind, ist es dann vorteilhaft, wenn du in der Nähe bist? Nein, ganz und gar nicht, denke ich. Dann solltest du dich vielleicht verkleiden oder sowas. Um Leute einzuschüchtern, da kann man hier meinen Namen nennen, aber nicht um Leute davon zu überzeugen, dass wir für die 12 sind. Wir müssen sowieso erst sehen, was hier zu tun ist. Ich bin mir immer nicht sicher. Wir brauchen dieses Dorf, aber ob wir das alleine schaffen, das bezweifle ich. Ich würde gerne wissen, wo sie die ganzen Vorräte haben und ob diese Vorräte wirklich auf Blutopfer zurückzuführen sind. Ja, und dann müssen wir uns tatsächlich noch fragen, sagt das den anderen nicht, ob es nicht strategisch klüger, was strategisch klüger ist, diese Vorräte an uns zu bringen oder sie zu vernichten. Aber das kommt ganz auf das Dorf an und wie gut die Verteidigung da ist. Aber ich glaube, sie zu vernichten wäre, vielleicht wäre es nicht das Klügste. Wenn das Blutopfergetreide ist, dann bleibt uns kaum eine Wahl. Eine Verbissenheit ist in seinem Gesicht zu sehen, die in letzter Zeit immer häufiger dort erscheint, aber nun sehr prominent ist. Jandrik, ich weiß, dass du denkst. Und ich weiß, dass es... Mir gefällt es doch auch nicht. Aber vielleicht müssen wir das tun, was... Vielleicht muss ich das tun, was ich lange hier getan habe. Und zwar schweigen und den Nutzen daraus ziehen. Was glaubst du, was diese wahnsinnigen Praios-Anhänger in der Armee machen, wenn sie herausfinden, was dieses Dorf getan hat? Sollte es so sein? Dann passiert mehr, als dass hier nur ein bisschen Getreide verbrannt wird. Ja, das fürchte ich ja auch. Das ist ein Krieg, Mora. Und wir werden hier nicht mit sauberen Händen rauskommen. Ich weiß, dass der alte Mann mich für naiv hält, aber er irrt sich. Ich weiß ganz genau, auf was ich mich hier einlasse. Und was ich bereit bin zu geben. Ich habe das Gefühl, egal was wir machen, wenn wir das Getreide verbrennen, werden weitere Menschen sterben an Hunger. Wenn wir es nicht tun, werden sie sterben, weil dieses Heer sie niederreiten wird oder aufknüpfen oder was auch immer. Ja. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, warum Boron ausgerechnet mich mit solchen Aufgaben betraut. Das wissen wir alle nicht, aber die 12 werden es wissen, warum. Boron wird es wissen. Hast du daran nicht mal gedacht? Ich meine, jeden Schritt, den wir tun, denkst du nicht, Fex guckt auf unsere Füße?
Wir müssen klug sein, Jendrik. Und schlauer als der Feind. Aber ich weiß nicht, ob ich immer noch bereit bin, noch hässlichere Dinge zu tun. Das ist genau meine Sorge. Ich weiß ganz genau, dass ich dazu bereit bin. Und das macht mir Angst. Jendrik, ich sage dir, nein, ich kann es nicht versprechen, aber ich hoffe, dass diese Zeiten vorbei sind, wo man schweigen muss und eine gute Miene zum bösen Spiel machen muss und wirklich hässliche Dinge tun muss, um hier zu überleben. Ich frage mich nur, mit welchen Mitteln müssen wir hier agieren? Mit allen möglichen? Dann wird es richtig hässlich, sage ich dir. Mit allen, die nötig sind, Mora. Mit allen, die nötig sind. Sind alle Mittel recht, Jendrik? Um diese Hölle zu beenden? Meine Heimat, Jendrik. Meine Heimat ist diese Hölle. Ja, ich weiß, es gefällt dir nicht. Was heißt, es gefällt mir nicht? Gestern Nacht hat mich ein Geschöpf halb tot gewürgt, das keinen Kopf mehr hatte. Das hat nichts mehr mit Gefallen zu tun. Das hier mag deine Heimat sein, aber ist ein verfluchter, böser Ort, und er muss enden. Er muss ausgelöscht werden, und zwar ein für alle Mal und vollkommen. Aber mit den gleichen Mitteln, die auch sein muss, die dunkle Mutter anwenden würde? Wirklich, Jendrik? Das sind nicht. Wir vergelten Schwert mit Schwert. Wir werfen nicht mit bösen Flüchen um uns. Okay, für den alten Mann kann ich nicht sprechen, aber wir tun es nicht. Und das weiß ich nicht, Jendrik. Und das weiß ich nicht. Und wenn ich dieses Dorf, und er deutet vage in die Richtung, in der wir reiten, niederbrennen muss, dann, Mora, werde ich es tun. Und dann reitet er voran. Verbittert blickt sie dir hinterher. Ja. Mich eben ein bisschen vertan mit den Distanzen. Das ist etwas näher als 2 Tage. Auf jeden Fall schafft er das in einem Tagesritt auf jeden Fall dahin zu kommen, auch wenn er Querfeld eingeht. Wenn ihr in die Umgebung, in die nähere Umgebung von Geisfeld vordringt, könnt ihr schon bemerken, wie sich um euch herum das Land verändert. Ihr kommt aus einer Gegend, wo ja, der Tod auf dem Boden, auch durch den Schnee und so, viel Präsenz hat. Und es ist, als würdet ihr irgendwie eine unsichtbare Grenze überschreiten. Als neben euch am Straßenrand Felder anfangen, die zwar im Winter natürlich keine volle Frucht tragen, aber die gut gepflegt sind. Ihr reitet vorbei an Kornspeichern, an Apfelhainen, an den Hängen Wein. Und alles scheint, ja, nicht in vollster Blüte, weil es ist Winter, aber durchaus genutzt und nutzbar zu sein. Und dann, als ihr euch noch ein bisschen nähert, schlägt das Ganze sogar noch in ein weiteres Extrem um. Denn obwohl der Schnee auf dem Boden liegt, tragen hier die Pflanzen dickes grünes Blattwerk und Blüten. Auf der Straße zwischen euch, zwischen den Steinen des Pflasters, wenn ihr denn mal kurz auf einem Stück auf der Straße geht, wachsen kleine Blumen heraus. Durch den Schnee hindurch. Es ist fast schon ein bisschen idyllisch hier. Was die Natur angeht. Und da ihr euch ja Querfeld einbewegen wollt und von der Straße möglichst viel vermeiden wollt, könnt ihr einmal eine Abkürzung nehmen, vielleicht durch einen der Haine. Wer reitet von euch vor?
Ich denke, dass Elena die Fort macht. Sie hat allerdings ihren Säbel in Stoff gewickelt, dass es nicht gleich auffällt, dass es was für eine Art Säbel das ist. Aber ja, die wird vor die Vorhut machen ein bisschen. Ja, vereinzelt habt ihr schon vorher einzelne Menschen gesehen, die in den Hainen unterwegs waren, auf den Feldern. Aber jetzt seit ein paar Stunden nicht mehr. Und als ihr jetzt querfeld einreitet durch den Apfelhain hindurch, kommt es euch so vor, als ob da wieder jemand ist. Zumindest Elena, die vorreitet. Ein paar Reihen weiter ist eine Gestalt ungewöhnlich groß. Ich deute den anderen, dass wir langsamer machen sollen. Und winke Astanio heran. Astanio. Was denn? Siehst du da vorne das zwischen den Bäumen? Das sieht, ist sehr groß, oder? Es ist eine sehr große Gestalt für einen Menschen. Ihr versucht zu lauschen und es scheint keine Geräusche von sich zu geben. Das Einzige, was ihr hört, ist das Vogelzwitschern, was schon merkwürdig genug ist jetzt im Winter. Aber man kann tatsächlich hin und wieder Vögel entdecken, die auf den Baumkronen sitzen. Die Bäume tragen auch hier dickes Laub, trotz des Winters. Das Ganze hier ist sehr seltsam. Es ist fast wie das Gegenteil, was ich damals erlebt habe. Das war im Hochsommer Winter. Jetzt haben wir im tiefsten Winter Frühling. Kannst du dir das erklären? Kannst du dir diese Gestalt da vorne erklären? Wirkt sehr massig. Die Gestalt kann ich dir tatsächlich nicht erklären, aber wir sind schließlich in den Hainen. Ja, aber woher kommt diese Kraft? Diese... Astanio kramt in seiner Jackentasche und kramt ein Monokel hervor und setzt sich das auf die Augen. Und guckt, ob er was sieht. Ja, durch den Blick, durch das magische Glasmonokel sieht Astanio in schillernden Farben unglaublich viel Astralkraft ihn umgeben. Es ist schon fast unwirklich, wie viel, und es pulsiert und wuchert überall um dich herum. Was lachst du so? Astanio setzt das Monokel ab, reibt sich das Auge. Lange durchzuschauen tut ein wenig weh. Ja. Kurze Zwischenfrage. Würde das auch funktionieren, wenn ich Elena in die Hand drücken würde? Oder geht das nur mit für mich, weil ich Astralkräfte habe? Probier es aus. Okay. Astanio reibt sich sein Auge. Guckt nicht zu lange durch. Das tut ziemlich weh. Was ist das? Setz es einfach auf dein Auge, wie ich es gerade getan habe. Das nennt man einen Nockel. Elena hält das Pferd, zügelt das Pferd jetzt endgültig. Es ist ganz langsam gehen lassen, setzt sich mir das mal aufs Auge und versucht mal, ob, ja, erwartet eigentlich nichts. Du siehst eine veränderte Welt um dich herum, ja. durch das Glas. Es wäre da so ein bisschen, als würdest du durch so ein Regenbogenfenster hindurch sehen. Alles schillert und flirrt von Farben. Es sprinkelt ein bisschen, als wäre, da hätte man alles mit ein bisschen Glitter überzogen. Und die Gestalt, die vor euch in ein paar Baumreihen weiter irgendwie durch das Dickicht kreucht, diese große Gestalt, die ihr euch nicht erklären könnt, leuchtet ebenfalls. Fast schon tageshell. Elena setzt sich das Monokel wieder ab, sein Was ist das? Und diese Gestalt da vorne leuchtet. Meine Liebe, ich vermute, dass wir an einer Kraftlinie gelandet sind. Oh.
Hier ist magische Kraft am Werk, die um einiges höher ist als das, was ich jemals zustande bringen könnte. Selbst Frau Rattel könnte hier nichts wirklich vergleichsweise etwas vollbringen. Der Dreck kommt nach vorne geritten. Und was heißt das? Astalio gibt dir das Monokel in die Hand. Beziehungsweise Elena reicht es eben weiter. Die ist gerade zu Elena. Ja, hier. Schau durch. Das heißt, im Grunde heißt es, pass auf, nicht zu lange durchgucken, tut weh. Im Grunde heißt es, genau. Im Grunde heißt es, dass hier, ihr könnt euch Folgendes vorstellen. Laut dem, was ich bisher weiß, wir haben meist nicht viel darüber, deswegen soll ich mir das Zeug ja angucken. Als die Dere Maras Fluch traf, wurden Linien gezogen, an denen astrale Kräfte pulsieren. Eine dieser Linien war beispielsweise auch unter dem Wall. Ich erinnere mich. Daher hat der Dämon seine Kraft rausgezogen. Ihr könnt euch das vorstellen wie unterirdische Seen, nur mit magischer Kraft. Statt Wasser. Und hier ist eine Quelle. Ganz genau. Und dieses Ding da vorne, was ist das? Ich weiß es nicht. Ist das vielleicht sowas wie das, was wir im Wall gesehen haben, was da erschienen ist und die Säule repariert hat? Nein. Das glaube ich nicht. Das Ding aus Stein und Fels? Du meinst den Golem. Astalia schaut sich das Ding nochmal und versucht es noch weiter genauer anzugucken. Davon müsstest du weiter da dran, aber dadurch, dass es von magischer Kraft strotzt, könnte es tatsächlich entweder was magisch Belebtes sein, also ein Golem, oder halt irgendwie ein Wesen, was irgendwie wirklich magisch ist, irgendwie eine Fee oder... Nun, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein magisch belebtes Ding, wie ein Golem, das heißt jemand anderes kontrolliert es, oder es ist ein magisches Geschöpf, das heißt es ist ein natürlich gewordenes Lebewesen, was magisch begabt ist. Aber ich kann euch gerade nicht sagen, was es ist. Dafür sind wir zu weit weg. Ich weiß auch nicht, ob wir da unbedingt hinwollen. Ihr wisst, dass die Golems anrichten hätten können. Ja, das heißt, das Wesen, was da vorne läuft, ist so wie der Baum, den wir im Wald getroffen haben. Das könnte es auch sein, ja. Das wäre ein natürlich gewachsenes Wesen. Das war es doch, dieser Baum. Richtig. Wir wissen aber nicht, ob es eines solches ist oder ob es eines ist, was erschaffen worden ist. Also mit Abstand dran vorbeireiten. Die Lena schaut nach hinten und winkt dir, dass wir uns ein bisschen zur Seite bewegen, um mit größeren Bogen daran rumzureiten. Und lässt ihr Pferd wieder anreiten. Wenn ihr dann wollen wir es besser nicht stören. Wenn ihr euch ein bisschen nähert, könnt ihr auch sehen, was das Ding macht. Es berührt nämlich die Pflanzen im Vorbeigehen. Und überall, wo es die Pflanzen berührt, fangen an, Knospen zu wachsen und Blätter hervorzuschießen. Es zieht quasi eine Spur, es verwischt den Schnee auf dem Boden und es hinterlässt eine Spur von reiner Blüte. Und kurz nachdem ihr entschlossen habt, es ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, vielleicht kann man sich noch ein Stück näher heranwagen, versinkt es einfach im Boden und ist weg. Was war das jetzt? Wow, es ist weg. Oscos Kinnlade klappt komplett nach unten. Astalio greift sich in seine Taschen und reißt ein Notizbuch herauf und notiert sich alles haargenau. Ohne etwas zu sagen, geht Osco auf die Spur, die das Wesen gezogen hat, zu und würde sich die Pflanzen angucken. Die sind sehr rudimentär, also sehr schwach noch. Irgendwie, aber es ist halt meistens Gras oder kleine Gänseblümchen oder sowas, die halt auf dem Schneematsch durchgewachsen sind. Aber von Oscos Sicht aus ist es ganz normale Pflanzen, ganz normales Gras. Ungläubig schaut Osco auf ja, das grüne Gras gerade neben dem Schnee. Doch an Jandrik steigt ab, beugt sich runter, fasst das Gras an. Ich begreife das nicht. Was ist das? Fühlt sich ganz normal an.
Riecht auch unglaublich frisch und gut. Was war das? Ich habe die Vermutung, dass das genau das war, was Elena meinte. Das könnte etwas Ähnliches sein wie der Baumwandler, den wir getroffen haben. Vielleicht hat er, als wir die dämonische Kraft im Wall zerstört haben, vielleicht ist hier etwas aufgewacht, was jahrelang geschlummert hat. Soweit ich weiß, liefert Geldschatz schon seit Jahren Korn. Es ist nicht erst seit 2 Wochen. Es ist jetzt schon immer so. Und zwar unglaublich länger. Viel. Und sehr, sehr das viel. Ich meine, wenn man sich das hier anguckt. Oskar, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich verstehe es nicht. Ist es ein Wunder? Ist das ein Wunder? Ist das reines Werk oder ist das irgendeine Hexerei? Ich kann es ja nicht sagen. Ich meine, ich habe von solchen Kreaturen noch nie etwas gelesen. Geschweige denn jemals von ihnen gehört, aber was es tut, naja, wenn es das tut, was das offensichtlich ist, es breitet den Boden auf. Es tut reine Gefährliches. Aber ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber die Nekromanten scheinen nichts dagegen zu haben, wenn dieses Ding hier schon länger unterwegs ist. Es versorgt sie und ihre Leute mit Nahrung. Natürlich haben sie nichts dagegen. Und es ist eher magisch, wenn ich es Astanio Glauben schenken mag, weil du hast auch durch das Glas geschaut. Es ist alles bunt. Und Astanio meint, es ist wirklich Magie. Und also dann. Was mich aber tatsächlich stutzig werden lässt, ist, dass wenn die wissen, dass hier eine solche magische Kraft verborgen liegt, dass diese noch nicht korrumpiert ist. Sie ist zu nützlich. Sie versorgt die Leute und hungrige und satte Leute fragen nicht. Aber dann haben wenn sie brauchen, können sie immer noch nutzen. Dann haben sie hier Soldaten, dann schützen sie das hier, weil es wertvoll ist. Ist gut möglich. Also, zumindest würde ich das schützen. Vielleicht ist das wirklich ein reines Wunder. Zumindest zeigt es auf jeden Fall, dass Borbarats Einfluss nicht überall so stark ist, wie Neu-Urenwacht. Man schaut euch das an. Der Einfluss der Dämonen, meinst du? Ja, wie auch immer. Dieser dunklen Kräfte, schaut euch das an! Das ist unfassbar. Ja? Osko greift mit der Hand wirklich durch das Gras. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das was Gutes ist. Also wir müssen mehr rausfinden. Wir müssen weiter. Lass uns weiter. Ja. Lena sitzt mir noch bewegt euch ein bisschen weiter noch und hört dann irgendwann in der Ferne ein lautes Meckern einer Ziege. Da ist jemand. Richtung Straße. Ich schaue mir das mal an. Gut, sei vorsichtig, wir bleiben hier. Jandrik setzt ab und schleicht durch die Büsche, nähert sich der Straße. Natürlich verborgen, so wie er das gelernt hat. Ist ein bisschen schwierig heute, weil der Tag so klar ist, die Luft so frisch und weiß nicht genau, was dich da erwartet. Aber du hörst die Ziege auf jeden Fall laut blöken. Achte, dass ich nicht im Wind stehe, suche die Schatten, suche Büsche, langsam, vorsichtig, immer ein bisschen weiter. Keine Geräusche machend. Du kannst ein kleines steinernes Rondell ausmachen an der Straße, eine Art Nische oder vielleicht ist es sowas wie ein Wanderschaftsaltar oder so. Eine Raststätte oder sowas. Auf jeden Fall, vielleicht ist es auch ein Brunnen. Was könnte es sein? Stehen dort mehrere Menschen um dieses Ding herum mit einer Ziege. Mhm. Was sind das für Menschen? Die sehen aus wie Bauern. Waffen?
nicht zu sehen. Vielleicht eine Mistgabel oder ein Dreschflegel hier und da. Ein Stab. Und was machen Sie da? Sie stehen um ja, in dieser Nische, dieser steinernen Nische, um irgendetwas herum. Ich versuche etwas näher zu kommen. Ich will sehen, was das ist. Dafür müsstest du auf die Straße treten. In den Büschen her ist es schwer zu sehen. Und du kannst hören, was passiert. Dann lausche ich. Denn es ist laut, als die Gestalten die Ziege auf den Stein in der Mitte zwingen. Und jemand ein Messer zückt. Ich trete auf die Straße. In dem Moment hört das Blöken der Zieke auf. Die Männer bemerken dich gar nicht richtig, weil sie damit befasst sind, was dort passiert. Das heißt, du hast freie Hand. Sie haben dir den Rücken zugedreht. Hey, ja. Sie drehen sich zu einer, einige von denen drehen sich zu dir rum und im gleichen Augenblick bebt ein kleines bisschen der Boden unter dir. Dann etwas stärker und du merkst, wie sich ein Stein, ein Pflasterstein und der nächste Pflasterstein unter deinen Füßen ein bisschen nach oben wölbt. Ist die Ziege schon tot? Sie ist schon tot, ja. Das Blut rinnt an dem Stein entlang in den Boden. Dann rufe ich nach hinten. Ich glaube, ich brauche hier Hilfe. Und schaue aber mit starrem Blick in Richtung dieser Leute. Wer bist du? Verdammt. Ein Bote. Warte, Augenblick. Wir müssen das hier noch zu Ende machen. Kann ich helfen? Ich komme näher. Das wird schon gehen. Komm dazu, wenn du magst. Ich komme hinzu. Trittst dazu und siehst das erste Mal aus der Nähe diesen Stein, der ziemlich naturbelassen aussieht. Außer, dass er ein paar in den Stein eingelassenen Linien besitzt, die direkt in das Erdreich reinführen. Und an denen entlang das Blut aus der Ziege herausgelaufen ist. Und in den Boden versackert. Und es scheint so, als würde der Boden das Blut quasi aufsaugen. Wie ein Schwamm. Habt ihr auch alles richtig gemacht? Denke schon, so wie immer. Gleich kommt es. Hoffentlich. Ich glaube, hoffentlich hast du uns nicht unterbrochen. Wir haben aber was falsch gemacht. Mora, haben wir das gehört, dass er gerufen hat, dass er Hilfe braucht? Wenn er das laut genug gerufen hat, auf jeden Fall. Also hast du es so laut gerufen, dass wir es hören sollten? Ich habe es laut gerufen. Das müsst ihr selbst wissen, ob ihr das hört. Ja. Dann würde jetzt Mora, wenn sie kann, schnellen Schrittes auf die Straße laufen. Sanjo. Wird sich annähern, aber dann noch in den Gebüsch, im Gebüsch bleiben, beobachtet die ganze Szene. Ja, und Trick steht. Nicht zu sehr eingreifen. Jandrik steht hinter diesen Männern sehr dicht, die Hand so im Mantel, sehr steif und wartet. Schaut ganz genau, was dort auf diesem Stein passiert. Mora beobachtet ihn, sieht die Männer, sieht das Blutopfer und beobachtet Jandrik. Jandrik, magst du nicht wieder in den Hain kommen? Ich glaube, du hast was fallen lassen hier hinten. Wir müssen sicher gehen, dass das Ritual auch funktioniert. Die Männer sind sich nicht sicher. Ich glaube, die Männer wissen, was sie tun. Tritt beiseite, es kommt. Ich trete zur Seite. Und unter deinen Füßen, da wo du gerade noch gestanden hast, schlängelt sich eine kleine Pflanze zwischen den Steinen nach oben. Wird schnell größer, drängt die Steine schon fast so ein bisschen beiseite und wächst dann zu einer ausgewachsenen, indem sie sich ineinander verschnörkelt und verstrickt, zu einer großen Gestalt. Mit braunen, rotierenden Augen.
und du hörst ein leises Summen. Wie von Bienen. Ich starr das Ding an. Lass mir nichts anmerken. Es hat funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Alles sehr gut gemacht. Das habt ihr sicher schon häufig gemacht. In letzter Zeit passiert das, das ist ganz einfach. Wesenheit, wir brauchen deine Hilfe. Du schuldest uns einen Gefallen. Da drüben ist der Weinberg. Geh und sorge dafür, dass der Wein wächst. Das Wesen nickt nur kurz und versinkt dann wieder im Boden. Das hast du aber gut gesagt, also für dass es das erste Mal war. Das würde sich dein Vater freuen. Das hast du gut gemacht, Junge. Wirklich gut. Ich hoffe, es war die richtige Anweisung. Man soll ja da vorsichtig sein, was man ihnen sagt. Heute ja. Das letzte Mal, als ich in der Gegend war, hieß es, euch gehen die Ziegen aus, aber ihr habt noch genug. Kein Problem. Na. Noch besser ist es natürlich, wenn man ein Menschenopfer darbringt. Selbstverständlich. Aber das machen wir kaum noch. Also meldet sich ja keiner freiwillig. Und so viel Verräter und Diebe und Tage-Nichtsnutze haben wir ja nicht. Die gibt's nicht mehr, ne? Nein, hier nicht mehr. Murat tritt weiter auf Jandrik zu, versucht, die Distanz zwischen ihm und ihr zu schließen, ihn irgendwie die Schulter auf die Hand zu legen. Aber jetzt guckt sie selbst ein wenig kalt. Ist das ein bekanntes Gesicht? Ihr müsst euch vertun, Jandrik. Die Männer haben ihre Aufgabe gut gemacht. Sie blickt in die Runde. Wie viele Männer sind es? 5. Und sie tut so, als würde sie Jandrik zum Gehen wenden wollen. Aber Jandrik steht da einfach nur und schaut die Männer an. Und dann wendet sie den Männern den Rücken zu. Aber so, dass du noch ihr Gesicht sehen kannst. 5 schaffen wir. Aber Jandrik lächelt sie an. Ich hab dir doch gesagt, ich tue alles, was nötig ist. Dann tritt er an ihr vorbei zu den Männern, schlägt dem einen auf die Schulter. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Man wird euch dankbar sein. Ich habe wichtige Botschaft. Bringt ihr mich in die Stadt? Botschaft? Von wem? Von ganz oben. Heißt? Das sag ich dem, der es hören muss. Also der hier das Sagen hat, das ist der Schwarzbach. Dann bring mich zu ihm. Ist ja, oben, den Schwarzbach. Oben auf dem Weingut. Dann werden wir einem alten Freund doch mal einen Besuch abstatten. Kennt den? Ja, Jahre her. Ich habe Geschäfte mit ihm gemacht. Verstehe. Also, ich wusste, ich kenne dich irgendwoher. Dann habe ich dich bestimmt da gesehen. Bestimmt. Man hat mich auf dem Weingut ein paar Mal gesehen. Gut. Ich mache hier noch sauber. Gut. Geht ruhig. Die Straße lang. Dann hab Dank. Beim großen Stein müsst ihr links ab, aber das weißt du ja, wenn du schon beim Weingut warst. Ich kenne mich ja aus.
Pass nur auf, irgendwie vorgestern hat der Ackersmann, der hat da drüben das Ritual gemacht. Das heißt, der war ein bisschen übermütig. Der hat einen Ochsen und so, weißt du? Hat den ganzen Ochsen ausfließen lassen. Und jetzt wuchert das alles über die Straße. Könnte ein bisschen wild werden, verstehe. Das ist der gute Wille, der zählt, nicht wahr? Ja, es war viel zu viel. Naja, so ist es blöd für einen Ochsen, Ochsen zu offenem Opfern für diese paar... Der ist ein bisschen daneben. Er wollte es halt mal ausprobieren und hat den Hals nicht vollgekriegt. Verstehe. Aber für den Wein tut Schwarzbach doch alles. Ja, so wie ich ihn kenne. Vor allen Dingen, wenn da das jetzt ja in letzter Zeit immer, weißt du, wenn du schon mal hier warst, weißt du das ja. Also früher ging das ja immer nur zu bestimmten Zeiten hier. Und jetzt geht es immer. Es ist voll gut. Im Winter. Äpfel im Winter. Äpfel und Wein wachsen im Winter. Ja, da will ich hoffen, dass der Wein von Schwarzbach weiterhin so gut ist. Wir sind wahrlich gesegnet. Na gut, wir müssen los, unsere Gefährten warten. Danke. Ja, Freunde von Schwarzbach sind auch meine Freunde. Ich verspreche dir, wir werden nicht vergessen, welche Taten ihr hier getan habt. Wir werden sie nicht vergessen. Dann drehe ich mich um und gehe in Richtung, die gewiesen ist. Schau aber noch in Richtung der anderen, die wahrscheinlich noch irgendwo im Gebüsch sind, und mach ein Zeichen. Was für ein Zeichen, dass wir rauskommen sollen? Ja. Okay, dann führt Elena die anderen beiden, die Pferde der beiden, raus. Schaut, wendet sich dabei bei Anastasio. Haben die gerade ein Tier geopfert, um die Magie hier zu kontrollieren? Stanio? Offensichtlich. Nichts damit dunkle Sachen bekämpft. Ja. Was wir hier sehen, ist höchste Blutmagie. Davon verstehe ich nichts. Ja, das ist, wenn es Energie kriegt aus dem, so ein Tier, ist das irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie seltsam, aber das ist trotzdem eine Sache, die vielleicht Rattel nutzen könnte, die Magier. Wir werden das eindeutig nicht nutzen. Na, also nicht die Blutmagie, aber die Magiequelle, um hier Nahrung zu produzieren. Das es gibt eventuell. Ja sicherlich auch, gibt es da nicht auch andere Wege? Nun, um ehrlich zu sein, war jetzt Landwirtschaft nicht unbedingt mein Fach. Na gut, aber das ist doch eine sehr wertvolle Information, wenn hier magische Wesen Dinge tun oder Magie, wird sich mit Magie Dinge tun lassen. Ich würde eher davon ausgehen, dass wir solche Sachen den Jüngern der Pereine lassen sollten und nicht mit magischen Kräften versuchen sollten, die Umwelt zu manipulieren. Ja, jedenfalls lässt sich das. Es gibt Grenzen, die die Magie nicht anfassen sollte. Und Leben gehört da eindeutig dazu. Da bin ich bei dir. Das Heer muss entscheiden, ob es dann das nutzt, was hier gewachsen ist oder nicht. Aber sie wären dumm, es nicht zu tun. Und wenn sie es danach vergehen lassen. Tja, wohin, Mora? Ja, sie weist den Weg, als würde sie ihn schon oft gegangen sein. Den Weinhang hinauf. Ich war hier schon mal. Nach dir. Und die Lena wird dann entsprechend hinter Mora hinaufreiten. Mit einem einartigen Gefühl auf der Brust geht Mora voran. Und wir verlassen die Rabenmark heute. Eieieiei. Ah.
Es ist. Ja. Ich hab's euch gesagt. Ja. Immerhin keine Menschen mehr. 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 Sind ja keine da, die man, ne, also opfern kann. Mhm. Und wir werden uns nicht opfern lassen. Ich fühle mich immer mehr wie Anakin Skywalker. Die Sandmenschen müssen sterben. Ja. Nicht nur die Männer. Könntest du mal die Aufnahme schon mal stoppen, Koali? Aussie, dein Kommentar. Gain meist auf aventurisch. Ja. Oh ja. Aber sowas von. Ich konnte dich nicht verkneifen. Recording stopped. Ach ja, herrlich. Ich will gerade so viel sagen, aber das kann Mora nächste Folge sagen. Ja, die Folge ging auch wieder so schnell rum. Krass. Ja, auf jeden Fall. Herrlich. Ich guck, ich wollte gerade so, das ist so ein Punkt zum Ausschwenken, wie später. Oh, wir haben schon 20 vor 11. Ja. Oha, wir werden gerade gelobt. Hm. Spieler loben, SL loben. Jawohl, ja. Danke, Daniel. Danke, sehr. Danke, Tengil. Ah. Ja. Cool. Ah, da wurde jemand qualifiziert. Ja, der Tengil, danke schön. Sehr, sehr schön. Ja, also in der Tat, Tengil, hast du es gut erfasst, irgendwie, wenn ein Druide oder eine Hexe hier in der Grunde wäre, die wüssten genauer Bescheid, was hier läuft, aber ja, so, der arme Astanio hat davon noch nie was gehört. Nee. Der kann ja auch nicht alles wissen. Da kommt ein Weißmagier wahrscheinlich an seine Grenzen, wenn sowas. Garantiert, ja. Super okkult ist da. An die Tür glaubt. Darum sage ich ja, es gibt Sachen, die sollte die Magie nicht anfassen. Ja. Da streiten sich die Gelehrten. Ja. Also so ein druidischer Gelehrter würde sagen, warum nicht? Ja, die Druiden haben ja auch alle den Schuss. Sag das mal einem gewissen Chum da, der nicht in die Gruppe gekommen ist. Ja, der leider nicht dabei ist. Das war ja ein, ja, ich weiß, was du meinst, aber da war ja das Konfliktpotenzial schon da, sehr groß. Ja. Ja. Naja. Sehr schön gespielt, sagen alle, genau, sehr viel Spaß gemacht zuzuhören, Elina Ranov, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Mir auch sehr viel Spaß gemacht, besonders den etwas zurückgebliebenen Alrik. Ja. Aber der arme Kerl. Vielleicht begegnen wir dem klar, ein der paar Mal mehr oder so. Ja. Ja. Immerhin ist er ein sehr schneller und guter Botenreiter, sagt man. Ja, Elena ist ja mit dem Bett geritten. Also, den Amazonenpferd kann man nicht schlagen, aber sie hat ihn auch mal gewinnen lassen. War nur der zweitbeste Reiter des Dorfes. Ja, bis Elena kein Pferd mehr hatte, aber ja. Und da hat er jetzt endlich mal eine Aufgabe. Und er weiß jetzt, dass er Kinder hat. Ja. Westlich des Walds. Warum auch immer. Herrlich. Ich meine, wie ich es ja geschrieben habe, wer sich viel rumtreibt, muss damit rechnen, dass was bei rumspringt. Ja. Und wer sagt nicht, dass die Frauen mit den Kindern über den Wall sind? Ich kann nur für Mora jetzt mal in ihren Büchern Frau nachgucken. Ja. Ah, ja. Die also. Ja, schauen wir uns mal beim nächsten Mal, ja, hoffentlich, wenn alles gut geht und alle gesund und munter bleiben, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und schauen uns dann mal das Weingut näher an. Ja. Beziehungsweise die Stadt, mal schauen. Und in der Tat ist das ein bisschen größer als Neu-Ogrenwacht hier. Ein bisschen mehr Menschen und mal gucken, ob ihr den Leuten ihre Blutopfer austreiben könnt oder wollt oder sollt. Genau, der arme Junge ist ganz verwirrt in den Westen aufgebrochen, genau, Metal hätte. Aber er hat eine Aufgabe, da kann man sich da festhalten. Ja, danke für die schöne Unterhaltung, sagt auch der Snake. Schön, dass es dir auch gefallen hat. Wenn euch das generell alles gut gefallen hat, dann könnt ihr mal gleich rübergehen zu YouTube und auch unter den Videos einen Daumen hoch hinterlassen und einen Kommentar und euch das Ganze nochmal angucken oder so. Ja,
auf jeden Fall aber weiterempfehlen. Das würde uns immer ganz gerne freuen. Heute haben wir schon 30 Zuschauer hier. Das ist echt krass gut. Echt? Ja. Wow. Ich glaube, das ist Rekord. Ja, Rekord ja. nicht, aber nah dran. Hm. Und vielen Dank. Und ich gucke jetzt auch mal direkt, ob ich euch irgendwohin weiterschicken kann. Mhm. Wo denn noch was Tolles läuft. Tabletop. BSK. Und. Weiß nicht, ob du die hast, aber die spielen, glaube ich, noch. Was, wer spielt? BSK-Vertonung. Die war noch mal bei uns. Moment. Weiß nicht, die? Ob du die BSK? Hast. BSK-Vertonung. Vielleicht machen die noch was. Keine Ahnung. Ja. Die sind live. Pen and Paper. Aber die machen in besondere Events und nicht in Tabletop. Okay, deswegen habe ich sie nicht gefunden. Okay. Auch ein besonderes Event, so ein Tabletop-Spiel, ne? Also, falls ihr die nicht kennt, dann werdet ihr jetzt gleich kennenlernen. Schönen Gruß von uns. Benehmt euch da drüben und lasst ganz viel Liebe da. Und vielen, vielen Dank auch nochmal für den Sub. Genieße die koalifizierten Emotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.